ungefähr. Zehn nach, dann können wir anfangen, denke ich. Ich war schon 10 vor, ganz irritiert, weil kein Mensch da war. Ich habe dort pünktlich um 7 seid ihr eingelaufen. Ne? Also kurz zu meiner Person, mein Name ist Jürgen Schmid, ich bin hier der Sprecher von den Naturfreunden Degerloch und bin auch gleichzeitig der umweltpolitische Sprecher von den Naturfreunden in Stuttgart. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich mich auch mit dem Thema befasse. Und heute machen wir mal Wärmeplanung speziell in Degerloch. Ich werde versuchen, das relativ kurz zu machen. Ich habe bloß 6-7 Folien. Aber man kann auch zu 6-7 Folien ziemlich viel erzählen. Aber ich versuche das relativ kurz zu machen, dass wir auch eine Chance haben zu diskutieren. Weil ich will eigentlich so ein bisschen wissen, was Sie denn jetzt von der ganzen Sache so halten. Weil wir überlegen uns das halt im Arbeitskreis in den Initiativen, ja, sage ich mal, mehr am grünen Tisch. Und wir wissen ja nicht, was die Bevölkerung wirklich will. Das ist eigentlich der Hintergrund von der Veranstaltung heute. Genau, achso, auf dem Tisch liegen auch Zettel. Das sind keine Anwesenheitslisten, da kann sich jeder eintragen, der von uns weitere Informationen zum Thema Wärmewende haben will. Der wird aber im Wesentlichen nur Einladungen zu weiteren Sitzungen, Versammlungen kriegen. Der wird also nicht zugemüllt mit irgendwelchen anderen Geschichten. Also es kommen da vielleicht 1-2 Mails im Halbjahr oder sowas. Also es ist keine Liste, wo jetzt dauernd dann neues Informationsmaterial nachgeschickt wird. Also wer da Interesse hat, bitte eintragen. So, dann noch ganz wichtig, wir haben das Fernsehen da, also ist noch Michael Köster, der macht einen Kanal. Degerloch TV auf YouTube. Genau. Und da kann man dann nachgucken, was wir so alles erzählt haben und auch den Enkeln erzählen, ob wir es richtig gesehen haben oder falsch. Ne? Wir werden dann nochmal bei der Diskussionsrunde nochmal jeden fragen oder jeder hat da die Möglichkeit, ich sage es aber nachher nochmal, zu sagen, wenn sein Beitrag nicht gefilmt werden soll, dann machen wir die Kamera einfach aus, weil es kann ja sein, dass irgendjemand was erzählt, was man nicht gleich im ganzen Internet sehen will. Ne? Genau. Also da kann man dann einfach ausschalten, er hat einen Knopf, macht das Ding aus und dann ist auch das rote Lämpchen da vorne aus. Und dann kann man das auch kontrollieren, ob es wirklich aus hat. Und dann kann man ganz frei reden. Also wir wollen nicht, dass Sie da irgendwie befürchten, dass wir das jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit tragen, wenn Sie es nicht wollen. Okay. Ich glaube, das wäre so die Vorstellungsrunde gewesen. Wärmeplanung Degerloch, wie weiter? Ich mache jetzt nur ein paar Folien. Also ich erzähle mal kurz was zu den Bedeutungen von Wärmenetzen, auch zu dem Spannungsfeld Wärmenetz und Einzellösung, also im Wesentlichen Wärmepumpe. Dann gucken wir nochmal nach welchen Kriterien plant eigentlich die Stadt. Und dann kommt die zweite Geschichte, nach welchen Kriterien plant sie eigentlich wirklich. Also wir werden sehen, dass der Plan, den sie vorlegt, eigentlich nicht dem entspricht, was sie in diesen Bericht reingeschrieben hat. Die Kriterien sind andere letztendlich. Dann stelle ich nochmal die Ergebnisse für Degerloch vor und auch unser Alternativkonzept von den Bürgerinitiativen. Und dann, das ist neu dazugekommen, aktuelles ist das Klimaziel 2035 schon gestorben. Provozierende Frage, aber anders ist eigentlich jetzt die letzte Studie von Dres und Sommer, die kam ja in der Stuttgarter Zeitung ganz groß, ich werde das ganz kurz erläutern, was da drin steht. Und die sagen, wenn wir so weitermachen in Stuttgart, wird man das Klimaziel nicht erreichen. Und dann kommt eigentlich der wichtige Punkt, was können wir tun, was wollen wir tun, welche Erfahrungen haben Sie mit der Wärmewende schon gehabt, was machen Sie selber? Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten, dass wir als Degerloch oder sowas da etwas bewegen können oder nicht? Das ist aber eine offene Diskussion. Ich weiß da auch nicht, was rauskommt. Ich schreibe es einfach ein bisschen mit und dann kann man es entsprechend auswerten. So, dann fangen wir mal an mit dem Wärmenetz. Ist das scharf? Ja, schon, oder? Ja, genau. Also das ist ja immer derzeit nach dem Wärmeplanungsgesetz und nach dem Gebäudeenergiegesetz sind eigentlich zukünftig nur 2 Alternativen möglich. Entweder macht man ein Wärmenetz oder man macht eine Lösung, die hundertprozentig klimaneutral ist. Und das ist eigentlich heutzutage nur eine elektrische Heizung und die Wärmepumpe nimmt man halt deswegen, weil die Wärmepumpe eben 2/3 der Wärme im Schnitt zumindest aus der Umwelt nimmt und nur 1/3 Strom neu ins Haus rein transportieren muss. Und was man schon ein bisschen sieht, die Wärmepumpe ist nicht die perfekte Lösung, sage ich mal, für Einfamilienhäuser, für freistehende Häuser und so weiter. Da hat man Platz für die Aufstellung von der Wärmepumpe und da hat man in der Regel auch genügend Raum, um die entsprechenden Wärmespeicher und Wärmetauscher dann aufzustellen.
Das Wärmenetz ist eigentlich mehr die Lösung, die vorgezogen wird, wenn man eine dicht besiedelte Gegend hat, also einen Stadtkern zum Beispiel. Das Problem ist, das sehen Sie auch in Degen noch letztendlich, in der Stadtmitte, also ums Rathaus rum, sagen wir, sind die Häuser sehr eng gebaut, Michaelstraße und so weiter. Und da haben Sie Schwierigkeiten, so eine Wärmepumpe hinzustellen. Sie können natürlich auch Erdbohrungen machen und alles Mögliche, aber es ist dann schwierig, eben so etwas tatsächlich in einem eng bebauten Gebiet zu realisieren. Und drum ist das eigentlich bevorzugt, über ein Wärmenetz zu erschließen, so ein enges Gebiet. Ein Wärmenetz hat auch mehrere Vorteile. Also muss sich die Energieerzeugung nicht immer für jedes Haus einzeln herrichten, sondern es gibt ein, zwei oder drei zentrale Energiezentralen, die eben das gesamte Wärmenetz versorgen. Also in der Regel sind das, was in Degerloch möglich ist, sind Nahwärmenetze. Die sind vom Technischen eigentlich nicht sehr groß zu unterscheiden von der Fernwärme. Die Fernwärme gehen halt über weitere Strecken. Was aber hier der Fall sein wird bei den Wärmenetzen in Degerloch oder in den Filtern insgesamt, das werden eben keine Hochtemperaturwärmenetze sein, wie sie in der Stadt unten sind, sondern das werden Mittel- oder Niedertemperatur, wahrscheinlich 55 Grad oder sowas Netze sein, mit denen man sicher die Häuser versorgt. Das heißt, Sie müssen auch bei Wärmenetzen Ihre Häuser energetisch zumindest ertüchtigen. Das heißt nicht, die müssen jetzt 150%ig isoliert sein, aber die Fenster, die Decken und Keller und so weiter sollte man zumindest renovieren, also wärmedämmen. Also es wird nicht die Netze selber ersparen einem, nicht diese Geschichte, dass man das Haus auch zumindest auf den Mindeststandard bringt. Anderes Thema sind wieder denkmalgeschützte Häuser, wenn man es überhaupt nicht darf oder wenn es schwierig wird. Ne? Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Beim Wärmenetz können Sie auch unterschiedliche Energiequellen nehmen. Also bei der Einzelwärmepumpe nehmen Sie in der Regel als Wärmequelle Luft. Das sind dann diese Pustefixe, die vor dem Haus stehen und die einfach Luft durchblasen und die dabei abkühlen und daraus die Wärme gewinnen. Man kann natürlich auch beim Einfamilienhaus eine Erdwärmepumpe machen, aber das wird eher in Ausnahmefällen der Fall sein. Man wird in der Regel auf die Wärmepumpe zurückgreifen, weil man eigentlich für ein Haus nicht eine Bohrung oder einen Aushub vom Garten machen will. Ne? Beim Wärmenetzen habe ich natürlich den Vorteil, dass ich hier mehrere Energien, ich kann auf Geothermie zurückgreifen, ich kann auch teilweise Solarenergie abgreifen, ich kann, ist in Degerloch auch geplant, am Wilhelmsgymnasium hat es eine Holzhack-Schnitzelanlage. Holz ist zwar umstritten, aber es ist derzeit ein Degerloch im Gespräch auf jeden Fall, dass man eben dann Holz als regenerative Energie nimmt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und vor allen Dingen, was eine wichtige Sache ist, ich kann Wärme zwischenspeichern. Wir haben ja das Problem, dass die erneuerbaren Energien die Wärme nicht regelmäßig liefern, sondern wenn es dunkel ist, dann gibt es keine Solarenergie und wenn es keinen Wind gibt, gibt es keine Windenergie und darum ist es sinnvoll, wenn man in solchen Netzen Speicher einbaut, die eben solche Zeiten überbrücken können. Ne? Und es sind, das sehen wir nachher, spezifisch geringere Investitionen, wenn man es zusammennimmt, als jeweils eine Einzelpumpe, Wärmepumpe zu machen. Ne? Man hat im Keller dann auch nur keine Maschine oder keinen Heizkessel, sondern nur eine Übergabestation, also ein Wärmetauscher, der die Wärme aus dem Wärmenetz praktisch dann ins Haus überführt. Das große Risiko und Fragezeichen, was auch in Stuttgart der Fall ist, ist natürlich, dass die Fern- und Nahwärmenetze ein Monopol darstellen. Wenn sie am Nahwärmenetz oder am Fernwärmenetz dran sind, dann haben sie eben den einen Anbieter. Und schon ist niemand was. Es gibt ja nicht mehrere Anbieter, die ihnen da Wärme reinliefern. Also in der Stadt unten ist es eigentlich immer die EnBW. Und jetzt mal ein bisschen bösartig formuliert, die EnBW tut gerade alles, um die Mieter in der Stadt oder die Eigentümer der Stadt ein bisschen abzusprechen. Das sind eben derzeit Anschlusspreise von 10.000 Euro pro Meter Leitung. Also wenn Sie da 10 Meter Leitung zu Ihrem Haus legen müssen, dann ist allein der Anschluss schon bei 100.000 Euro. Ne? Und wenn man mit solchen... Ja, das ist halt jetzt das Problem. Das muss man eigentlich, müsste eigentlich heute in der Lage sein, zumindest für ihre Netze, für die EnBW kann sie nichts sagen, zumindest für ihre Netze zu sagen, wie sieht es denn da aus, welche Preise streben wir denn an? Subventionieren wir die runter, sodass wir ungefähr bei 20.000 Euro sind und nicht bei 100? Oder wie machen wir das eigentlich? Da gibt es aber derzeit noch keine Aussage von der Stadt. Und das Blöde ist,
es ist auch nicht staatlich reguliert. Also beim Strom sind die Preise und die Netzentgelte und so weiter, die werden ja von der, also die Netzentgelte werden von der Bundesnetzagentur festgelegt nach bestimmten Kriterien. Bei der Fernwärme oder bei der Nahwärme haben sie diese Regulierung nicht. Da haben sie eigentlich nur das Kartellrecht. Also man darf das Monopol nicht ausnützen, aber dagegen zu klagen wird schwierig, wenn da jemand überteuerte Preise verlangt. Also da ist eigentlich noch eine Gesetzeslücke, die geschlossen werden muss. Heute, glaube ich, oder gestern stand in der Zeitung, dass der Habeck gerade dran arbeitet an so einer Regelung, aber man weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Ja, also. Aber das ist ein großes Problem, ne? Bei der Wärmepumpe ist natürlich das Risiko, wie sieht denn der Strompreis aus? Also derzeit haben wir, wenn man das mit der Gasheizung vergleicht, ich glaube, die Kilowattstunde Gas kostet derzeit so um die 10 Cent und in Stuttgart kostet die Kilowattstunde Strom derzeit für Wärmepumpen 29 Cent. Wenn Sie jetzt sagen, ja, Sie können jetzt, Sie haben den Wirkungsgrad von 3, ne? Also wenn Sie jetzt, Sie brauchen ja für eine Kilowattstunde nur ein Drittel Kilowattstunde Strom, ne? Das heißt, wenn Sie 10 zu 30 haben, dann, also im Bereich 10 Cent für das Gas und 30 Cent vom Strom, dann sind beide gleich teuer. Ne? So. Aber jetzt wissen wir nicht, wie sich der Strompreis in Zukunft entwickelt. Und zwar wird das nicht so sehr von der Erzeugung abhängen, sondern abhängen eigentlich von den Netzentgelten, weil wir die Netze ausbauen müssen. Und da sind also unterschiedliche Schätzungen in der Welt, wie hoch der Strompreis werden wird. Das hängt aber auch natürlich von politischen Entscheidungen. Die Gasnetzpreise steigen auch. Ja, ja. Auch die Gasnetzpreise. Genau. Also das Gas wird auch teurer, weil immer weniger Leute das gleiche Gasnetz finanzieren müssen mit geringerem Verbrauch. Ja. Also es wird auch so sein, aber das ist jetzt ein eigenes Thema. Ne? Also wird es so sein, je mehr Wärmepumpen oder auch Nahwärmenetze dran sind, desto überflüssiger wird ja das Gas. Das heißt, immer weniger Gaskunden werden da sein und die Netzentgelte werden natürlich auf die Gaskunden umgelegt. Und wenn es bloß noch, am Schluss bloß noch einer da ist, muss er theoretisch das ganze Netz bezahlen. Ne? Also es ist alles gerade sehr im Fluss Schweben. Ne? So, jetzt haben wir, ja, das habe ich schon mal vorgestellt, wir haben jetzt für Degerloch eben einen städtischen Vorschlag, das ist der Wärmeplan. Für Degerloch oder für die ganze Stadt ist gemacht, aber ich habe jetzt nur den Ausschnitt Degerloch gezeigt. Das ist das Gebiet hier. Und dann gibt es ja von dem Herrn der Böhnisch hat es gerechnet und die Bürgerinitiative, also Naturfreunde, BUND und so weiter, unterstützen das, hat ja mal gerechnet ein flächendeckendes Netz, also Nahwärmenetz für gesamt Degerloch. Ne? Ich erkläre gleich, warum die Unterschiede da sind. Aber ich sage Ihnen erstmal, was die Stadt eigentlich gemacht hat. Es gibt da das grüne Gebiet, das sei schon in Planung, hat die Stadt gesagt. Darum ist das grün eingefärbt, also sozusagen, da ist schon etwas am Laufen sozusagen. Also bei der bei der Vorstellung der Stadt in der alten Scheuer haben wir gefragt, was sie denn jetzt bei der Waldau schon gemacht haben. Da hat dann der Stadtvertreter gesagt, Sie hätten ja schon mal mit dem Sportamt gesprochen. Dann sage ich, das ist auch jetzt ein bisschen wenig, wenn man da schon in der Vorplanung ist. Also was die Stadt gesagt hat, sie will eigentlich nur hier dann etwas machen, wenn Sportplätze umgebaut werden. Dann wollen sie eben Energie aus der Erde rausholen. Also wenn irgendein Fußballplatz umgegraben wird, dann können sie da sozusagen Wärmetauscher reinbauen. Und ich glaube, die große Planung ist jetzt, dass man das Kickerstadion irgendwie umbaut, aber ob man das jetzt so weit abkühlen kann, weiß ich auch nicht. Also da ist auch noch relativ stark am Anfang und sie sagen auch, sie können aus diesem Gebiet derzeit zumindest nach ihrer Schätzung nicht mehr Energie rausziehen, als das, was hier gezeichnet ist. Also das sind praktisch die Sportplätze mit der Eishalle und das ist nur das Altenheim. Und so wie es aussieht, kriegt die Ahornstraße auf der anderen Seite auch noch ein bisschen den Anschluss. Aber ansonsten gibt es da nichts mehr in der Waldau draußen. Ne? Wir haben auch gefragt, warum man da nicht einfach mehr macht. Da kam keine richtige Antwort. Man könnte natürlich auch mehrere Erdwärme sozusagen in Namenstellen einrichten, um da mehr Energie rauszukriegen. Ist ja ein Riesenareal eigentlich. Ne?
Und dann ist das rote Gebiet. Rote Gebiete sind immer solche Gebiete, die schwierig sind. In der Regel sind es Gebiete, wo die Bebauung so dicht ist, dass die Wärmepumpenlösung eben nicht möglich ist, weil es einfach zu wenig Platz hat. Und darum sagt die Stadt, da muss ich was machen, weil ich kann ja nicht die Häusersbesitzer ganz alleine lassen und die sollen sich irgendwelche, was weiß ich, Klimaanlagen ans Fenster hinbauen, damit sie da heizen können, weil sie kriegen in der Regel in so eng gebauten Gebieten keine größeren Wärmepumpen unter. Ne? Und das Areal, das sind die Schulen im Prinzip, sind dazu genommen, weil dort eben die Energiezentrale sein soll oder eine Energiezentrale und eine andere Energiezentrale soll bei der Filterschule sein. Dieser Vorschlag von den Bürgerinitiativen, der ist durchgerechnet, zumindest überschlägig vom Herrn Bönisch. Der Herr Bönisch war beschäftigt bei der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, das ist praktisch die Landesenergieanstalt, die praktisch das Ganze vorbereitet, auch für die Kommunen. Und die haben auch das Konzept erarbeitet, wie man denn so eine Wärmeplanung, wie man bei einer Wärmeplanung vorgeht. Und der Herr Bönisch war Leiter dieser Gruppe Wärmeplanung. Er kennt sich also aus und er hat auch die entsprechenden Daten, um da zumindest in erster Näherung eine relativ konkreten Auskunft zu geben oder zu berechnen, wie es denn aussieht. Er sagt, dieser Vorschlag, der hier gemacht ist, ist kostengünstiger als eine Einzellösung, also Wärmepumpe, und er ist kostengünstiger als der städtische Vorschlag. Was natürlich auch der Fall ist, so ein Netz ist natürlich vom Investitionsvolumen sehr viel aufwendiger wie so ein kleines Netz, ne? Das ist klar. Aber diese Investitionen sind in der Regel kein rausschmissendes Geld, sondern die refinanzieren sich ja über die Gebühren und die Verbrauchskosten letztendlich. Ne? Aber das wird natürlich ein Netz sein, das man nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren bauen kann. Ne? Das bedarf einer längeren Planungs- und Umsetzungsphase. Der Vorteil ist, was er gesagt hat, auch, dass die Energiepotenziale flexibler zu handhaben sind. Also man kann hier auf der Waldau irgendwelche Entnahmestellen bauen, man kann auch die Tränke nutzen, das ist ja völlig außen vor, ne? Industriegebiet, um da Abwärme zum Beispiel zu bekommen. Man kann auch hier die Randstreifen entlang der B27 nutzen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, um hier tatsächlich regenerative Energie zu gewinnen. Hier bin ich ja sehr stark beschränkt. Es gibt auch die Stadt zu. Also auf den Schulgeländen kann man noch wenig dazu bauen, weil es ist ja schon relativ voll alles. Und die brauchen auch immer neue Fachklassen, Klassenräume und so weiter und Sportplätze und Pausenhöfe, die kann man nicht alle zubauen. Ne? Das ist dann relativ eng alles. So, und es wäre eine einheitliche Lösung für Degerloch. Ne? Da wäre man sich im Klaren, also ich muss jetzt nicht groß dann wieder Eigenuntersuchungen machen, mache ich Abwärme bei meinem Häusle, mache ich eine Wärmepumpe, sondern ich habe dann eine einheitliche Lösung für Degerloch. Und insgesamt ist es netzdienlicher. Der Begriff sagt eigentlich nur, dass man eben über die Speicher und so weiter Nachfrage- oder Angebotsschwankungen besser ausgleichen kann. Also das Netz ist dann stabiler als so ein kleines Netz hier. Gut, das ist die Lösung der Bürgerinitiativen und im Vergleich zu der städtischen Lösung. Jetzt kommen wir dazu, wie denn die Stadt auf ihre relativ kleinen Netze kommt, was da der Hintergrund ist. Die Bewertungskriterien der Stadt habe ich mal hier aufgelistet. Es gibt die im Bericht selber, Bericht zur Wärmeplanung drinstehen. Das ist die Wärmeverbrauchsdichte. Also je enger die Häuser zusammenstehen, desto mehr Wärme braucht man auf dem Kilometer, sage ich mal, desto lukrativer sozusagen oder desto effizienter ist eben dieses Wärmenetz. Wenn die Häuser weit auseinanderstehen, dann muss ich ja Riesenstrecken überwinden, um da tatsächlich die Häuser zu erreichen und meine Wärme loszubekommen. Ne? Also hier, das ist klar, die Wärmeverbrauchsdichte ist das wesentliche Kriterium, das sehen auch die BI so. Dann sagt die Stadt durch Mischung von Wohnen und Nichtwohnen, da sagt sie einfach, dadurch ist der Energieverbrauch gleichmäßiger. Beim Wohnen brauche ich ja eher abends die Wärme und beim Nichtwohnen eher tagsüber, also könnte ich das ausgleichen. Das ist durchaus ein Kriterium, das ein Netz effektiver macht oder wirtschaftlicher, ne? Aber es ist eigentlich kein Kriterium, das tatsächlich generell angewandt wird bei der Planung von solchen Wärmenetzen. Dann kommt ein Kriterium, das die Stadt bringt, wo wir nicht einverstanden sind. Ankerverbraucher, das ist noch gut. Also wenn ein großer Verbraucher wie ein Altenheim zum Beispiel in so einem Wärmenetz drin ist, habe ich natürlich einen großen Abnehmer. Hier sagen sie aber auch, die Eigentümerstruktur ist für sie wichtig. Ne?
Der Grund ist ganz einfach, weil wenn ich wenige Eigentümer habe, zum Beispiel eine Genossenschaft oder sowas, dann muss ich auch nur mit einem Eigentümer verhandeln über den Anschluss. Wenn ich eine Wohnungseigentümergemeinschaft habe, das kennt man vielleicht aus eigener Erfahrung, da ist das schon beim Garagentor eine große Debatte im Gange. Und wenn ich dann entscheiden muss, ob ich jetzt, was weiß ich, 20.000 Euro für so einen Anschluss zahle oder doch lieber eine Wärmepumpe mache, dann wird es schwierig. Ne? Aber das ist eigentlich kein Kriterium, das man anwenden sollte, nach unserer Meinung. Weil da sagt man einfach, Leute, macht es selber. Ne? Wir als Stadt halten uns raus, haut ihr euch doch die Köpfe ein. Also das ist in unseren Augen kein Kriterium. Aber das ist ein wichtiges Kriterium für die Stadt. Und dann haben sie noch aufgeschrieben, nur der Vorschlag, Anteile der bereits erneuerbar beheizten Gebäude. Klar, wenn ich ein Gebiet habe, wo schon viele Wärmepumpen drin sind, da wird nicht nur mal ein Wärmenetz reinlegen. Ne? Aber diese Gefahr ist in Wägerloch zurzeit noch relativ gering. Ja. Ich habe jetzt in der Reginestraße eine Wärmepumpe gesehen, aber sonst gibt es nicht so arg viele. Ne? So, und dann gibt es teilweise versteckte Kriterien, also Kriterien, die Sie nicht offen in Ihren Bericht reinschreiben. Das ist mein Telefon wahrscheinlich. Nein, das ist jetzt ganz da hinten. Die Sie nicht in den Bericht reinschreiben, die wir aber aus mündlichen Aussagen bestätigt bekommen. Die Stadt sagt, Energiezentralen baue ich nur auf eigenen, städtisch eigenen Flächen. Das ist natürlich auch so ein Kriterium, das sage ich also Wärmenetzplanung, nicht nach meinen eigenen Flächen, sondern da muss ich dann überlegen, ob ich dann an andere Flächen rankomme, wenn ich die brauche. Ne? Das ist ein Kriterium, das sehr stark einschränkend wirkt auf die gesamte Planung, weil städtische Flächen sind nicht so üppig vorhanden, also städtische freie Flächen, wo ich eine Energiezentrale draufstellen könnte, sind hauptsächlich die Schulen und vielleicht die Sportplätze. Ne? Und darum wird es halt sehr eng. Ne? Dann ein Kriterium, das sicherlich wichtig ist, die sagen nur erneuerbare Energien, aber die sind natürlich begrenzt. Und die Frage ist, ob ich nicht irgendwann mal auch mir überlegen muss, ob ich nicht vielleicht ein Blockheizkraft, das dann später vielleicht mit Wasserstoff geheizt werden kann, aber übergangsweise mit Gas. Also das ist auch so ein Kriterium, das sehr viele Planungen sozusagen vereitelt. Ne? Dann sagen sie auch ganz offen, wir wollen die Stadtwerke nicht überfordern. Das ist eigentlich auch kein Kriterium, weil das Stadtwerk muss eigentlich nicht alles bauen. Ne? Und ich kann ja auch sagen, ich strecke das zeitlich, dann ist das Stadtwerk auch in der Lage, größere Netze zu bauen. Ne? Aber das ist auch ein Kriterium, das von auch in Dägerloch genannt wurde. Und dann, das unterstützen wir, mangelt zu Alternativen zum Netz. Ne? Das ist diese enge Bebauung, Dägerloch Mitte, da muss man einfach bauen. Ne? Also unsere Kriterien sind relativ übersichtlich, Wärmeverbrauchsdichte, wie bei der Stadt. Dann sagen wir, wir brauchen eine kostengünstige Energie- und Wärmeversorgung. Ne? Das Kriterium ist bis heute noch nicht angewandt bei der Stadt. Die sagen nichts über die Preise und die wissen derzeit, zumindest offiziell, wissen die nichts über die Preise, die sie am Schluss verlangen wollen. Und das Wärmeplanungsgesetz, das Bundesgesetz, schreibt ausdrücklich vor, dass der für die Verbraucher und Verbraucherinnen kostengünstige Weg zu einer energieneutralen, klimaneutralen Wärmeversorgung gefunden und identifiziert werden muss. Das steht drin. Und das ist eigentlich unser Hauptkritikpunkt. Die soziale Frage wird hier eigentlich gar nicht angesprochen. Und darum haben wir eben überschlagsmäßig mal ausgerechnet, wie denn die Kosten so sind. So, jetzt hier ist nochmal das Netz. Das ist nochmal das Bild. Also das hat die Stadt geplant. Das planen wir. Und wenn man jetzt diese Kriterien nochmal anwendet auf die aktuelle Planung, dann sieht man raus, wo denn der Hase im Pfeffer liegt. Ich habe jetzt mal, das ist auch wieder ein städtisches Bild, das ist die Wärmeverbrauchsdichte praktisch in Dägerloch. Das ist aus dem GIS-Informationssystem der Stadt rausgenommen. Und hier habe ich einfach mal die Alpsiedlung rausgenommen. Ne? Die Alpsiedlung ist ja nicht im Wärmenetz der Stadt drin. Ne? Und ich habe jetzt einfach mal hier die Kriterien der Stadt angewandt auf dieses Gebiet Alpsiedlung. Je dunkelroter, desto stärker ist der Wärmeverbrauch. Ne? Also hier haben wir diese, das sind glaube ich Eigentumswohnungen, da ist irgendwo der VWH, der steht glaube ich immer noch leer. Und da gibt es auch eine Schule, eine Fachschule glaube ich. Und hier sind die Flübo-Geschichten und da sind auch noch, sage ich mal, große Mietshäuser. Ne? So, also wir haben hier, jetzt nehmen wir mal die Kriterien der Stadt, wir haben hier eine hohe Wärmedichte, das gibt es aus dem Plan. Wir haben eine Durchmischung von Wohnen und Nichtwohnen, weil da drüben hat es teilweise Gewerbe. Ne? Wir haben eine relativ gute Eigentümerstruktur, weil wir als Ankermieter die Flüvo hätten. Ne? Mit der müssen wir verhandeln. Die haben auch informell schon mal ein bisschen Interesse gezeigt.
wurden auch wieder mit einbezogen. Wir haben auch hier, sage ich mal, einen Mangel an Alternativen zu einem Wärmenetz. Da hat es zwar grüne Flächen zwischen den Häusern, aber um diese Häuser mit der Wärmepumpe zu beheizen, müsste man eine Anlage, die in einen Schiffscontainer reinpasst, draufstellen. Und das wäre dann schon ein ziemlich massiver Eingriff auch in die Freiflächen der zwischen den Häusern. Ne? Und wir haben so gut wie keine erneuerbar oder bereits erneuerbar beheizten Gebäude. Also die Kriterien der Stadt, die sie offiziell angibt, die sind alle erfüllt. So. Was wir jetzt nicht haben, sind städtische Flächen. Da ist zwar die Schule, aber die ist ja schon verbraucht für den Dägerlocher Kamm. Wir kriegen Schwierigkeiten, zumindest im ersten Anlauf erneuerbare Energien zu finden. Man müsste hier in Geothermie reingucken und mal schauen, ob man da am Rand irgendwo was findet. Das weiß man aber derzeit noch nicht, aber man müsste es einfach untersuchen. Ne? Und die Stadtwerke, da ist ein Fragezeichen davor und ein Ausrufezeichen, sind überfordert mit so einer Planung. Und stellen Sie mal. Also jetzt wird, glaube ich, klar, warum die Stadt hier nur diese kleinen Netzchen macht und nur das, was man zwingend machen muss und von allem anderen eigentlich die Finger weglässt. Und die, sag ich mal, die Villa, also auch bis hier runter, das ist auch relativ eng bebaut. Das wird sich sicherlich auch zumindest für die Untersuchung eignen, ob man da nicht doch ein Wärmenetz reinmacht. Ne? Und der Witz eigentlich hier an der Waldau, ne? Da ist ja ganz weiß. Ist auch klar, da gibt es keine großen Verbraucher, da ist die Energiewärmedichte ganz gering. Da gibt es halt dann die Eishaltung, die Kneipen da vorne, da können am Königstraße was verbrauchen. Ne? Aber warum das jetzt tatsächlich aus sachlichen Gründen drin ist, also ich habe nichts dagegen, dass es drin ist, die Waldau, ne? Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Ne? Also man sieht einfach, die städtische Planung erfüllt eigentlich nicht mal ihre eigenen Vorgaben und Kriterien. Genau steht hier. So, das wäre eigentlich der Vortrag gewesen, aber jetzt muss ich noch aus aktuellem Anlass noch was nachschieben. Es gibt zwei Gutachten, die die Stadt in Auftrag gegeben hat und die sagen, wenn wir so weitermachen, schaffen wir es nicht. Es gibt das eine Gutachten von Transolar, das ist aus Mai 23. Das ist jetzt eine Folie, die ist ein bisschen zusammengeschoben, aber die Text ist identisch. Die sagen bis 2035, oder die fragen, schaffen wir die Ziele zur Klimaneutralität bis 2035? Und die Antwort ist, das habe ich noch nie so klar von einem Gutachter gehört, nein. Die haben hauptsächlich kritisiert, dass der integrierte Ansatz fehlt. Also wenn ich ein Wärmenetz baue und auch Wärmepumpen baue, dann muss ich auch mein Stromnetz nachrüsten entsprechend. Ich muss gucken, wie ich das mit dem Rückbau vom Gasnetz mache und so weiter. Und diese Koordination, das ist das Hauptkritikpunkt von den Transolarleuten, die fehlt. Und in der Stadt kämpfen auch einzelne Ämter eher gegeneinander. Und jetzt gab es ja das haben dann die Drees und Sommer nochmal betont. Das ist jetzt ein aktuelles Gutachten und die Frau Seegesser hat als Überschrift gewählt, Hauen und Stechen beim Klimaziel. Und das bezieht sich auf die stadtinternen Abläufe. Ne? Also, das kennen wir auch, das Problem. Ich will jetzt da gar nicht in die Details gehen, aber es gibt ja mehrere Ämter, die eigentlich mit befasst sind. Also, beim Bürgermeister Petzold ist ja nur die Wärme. Ne? Es geht dann aber auch um Mobilität und andere Geschichten. Die sind wieder teilweise in Stabstelle beim Körner drin und so weiter. Dann haben andere Bürgermeister wieder einen Zugriff auf die Netze und es gibt innerhalb der Stadt, sage ich Dresden Sommer, keine funktionale, sage ich mal, Abstimmung. Und es gibt offensichtlich auch, sagt auch Dresden Sommer, dort auch, sage ich mal, Animositäten. Ne? Ich will das jetzt, wir kennen ein paar Hintergründe, was da alles los ist, ne? Aber das reicht eigentlich als Aussage, dass die Stadt intern eigentlich gar nicht in der Lage ist, derzeit sowas abzuwickeln. Und ich meine, der Körner, der die Stabstelle hat, Klimaschutz, der ist natürlich nur eine Stabstelle, ne? Der kann dem Bürgermeister nichts sagen, ne? Also der soll das eigentlich koordinieren, die Wärme hat er aber sowieso nicht. Aber als Stabstelle kann er natürlich einem Baubürgermeister oder einem Umweltbürgermeister nicht in die Parade fahren, ne? Da ist er Oberschicht unter, heißt es da immer. Ne? Also, die Aussage verkürzt von Dresden Sommer ist, die interne Organisation der Stadt ist chaotisch und die Frau Seegers, das ist jetzt ihr Kommentar, also die Überschrift, wann ergreift Nopper die Initiative? Er hat schon ein bisschen gesagt, er wird ein bisschen was ändern, vielleicht die Stabstelle ein bisschen stärker machen oder sowas, aber es hat nicht danach geklungen, sage ich mal positiv, ne, dass jetzt da etwas Entscheidendes ändern will. Also das heißt, die Stadt wird weiter
Wursteln. Jetzt sind es zwei Gutachten, die sich eigentlich mit der stadtinternen Abwicklung befassen. Ne? Das Gros der warme Wende trägt aber der Bürger letztendlich, weil der soll ja dann Wärmepumpen bauen oder der soll sich ans warme Netz anschließen. Und da ist jetzt die Frage, was macht denn eigentlich der private Sektor oder wie kann man den motivieren? Also die NBW, das sage ich jetzt ganz böse, macht derzeit eher Abwehrgebote bei der Fernwärme. Also ich kenne ein paar konkrete Fälle, da haben auch Leute nachgefragt, können wir uns nicht anschließen? Und so, ha ja, klar, können doch schon, ein Meter kostet halt, wie ich gesagt habe, 10.000 Euro. Ne? Und wenn du 10 Meter weg bist, sind es halt 100.000 Euro. Ne? Und wir hatten auch im Ausreis dann Herrn Jüdes, das ist der Chef von der NBW Fernwärme. Und der hat auch gesagt, wir bauen euch alles, ihr müsst halt zahlen. Gut, und die NBW ist halt ein börsennotierter Konzern, auch wenn er im Eigentum des Landes und der oberschwäbischen Landräte ist. Er ist kein öffentliches Unternehmen in dem Sinn, weil die börsennotierten Unternehmen werden von Ratingagenturen geratet. Und wenn die nicht gute Profite machen und lukrativ investieren, dann werden die runtergeratet, also abgewertet in dem Rating, und dann steigen ihre Kredite. Die sind also gezwungen, sozusagen profitmaximierend zu arbeiten. Das hat gar nichts zu tun, wem es gehört. Also bei den börsennotierten Unternehmen ist es so, das Land und die Landräte könnten das von der Börse runternehmen. Das machen sie aber nicht. Warum auch immer. So, und die EBW betreibt auch ein bisschen Rosenpickerei. Das fällt jetzt schon auf. Die gucken sich so ein paar Altenheime an und sagen, können wir da drumherum nicht vielleicht ein kleines Netzle basteln. So. Und dann greift man sich praktisch aus einem Gebiet die Gegenden oder die Gebiete raus, die Teilgebiete raus, die besonders lukrativ zu betreiben sind. Und wenn dann die Stadt hinterher auf die Idee kommt, wir machen ein Warmenetz rein, dann hocken die da schon drin. Und die wieder zu integrieren wird schwierig, weil die ganz andere Interessen haben, als die NBW ganz andere Interessen hat als die Stadt. Und dann ist auch eine Zahl, die stand in der Stuttgarter Zeitung. Um dieses Ziel zu erreichen, das ist ja Teil der Wärmeplanung, sind pro Jahr 3.400 Wärmepumpen zu bauen oder neu einzurichten. Pro Jahr. So, und die, das ist auch ein Artikel von der Seegesser, im ersten Halbjahr 2024 wurden nur 112 installiert. Das heißt, die Zahl ist einfach völlig außerhalb der Realität. Ne? Das heißt, und immer wenn ich das sage, kriege ich eine auf die Rübe, ne? Aber ich sage es trotzdem, das Klimaziel 2035 ist de facto eigentlich gestorben. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt nichts machen, sondern wir müssen uns einfach gucken, wie wir das noch halbwegs retten, beziehungsweise man muss zumindest mal die zeitliche Schiene strecken und man muss sich auch eine Planung überlegen, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Also da gehört auch nochmal die Berücksichtigung der Kosten eigentlich für die Bürger dazu. Ne? Das gibt es bisher in der Stadt Stuttgart noch nicht. Die Stadt muss auch einen integrierten Ansatz entwickeln. Strom, Gas, Fernwärme, Nahwärme, das ist, muss man gemeinsam betrachten. Ich kann das nicht mal das bauen. Es gab das Beispiel, ging ja auch durch die Zeitung, der Bönisch, der wohnt in der Zuckerfabrik, das ist ein Rohracker unten. Das ist ein großes Haus mit, glaube ich, 24 Partien insgesamt. Und das sind schon die Ökos, also die wollen das wirklich machen und sagen auch, Öko kann durchaus aus was kosten, es muss aber irgendwie bezahlbar sein, das ist ihr Anspruch. Die wollen nicht, dass es sozusagen, dass wir auch noch Geld einsparen. Die sagen, wir machen da Solar drauf und wir machen auch Wärmepumpe. So, und die haben jetzt angefragt, die brauchen natürlich für 24 Partien eine größere Wärmepumpe, also diese kleine 4 kW Wärmepumpe, die packt das nicht, sondern auch ein paar kW mehr. So, und jetzt ist es ja so, dass das Haus garantiert hat einen gewissen Anschlusswert. Ich glaube, das sind so 4 kW oder irgendwas. Die Zahl weiß ich nicht genau. Ne? Und wenn ich eine Wärmepumpe hinbaue, brauche ich mehr kW. So. Und dann ist die Stadt gezwungen oder Netzbetreiber, die Mehrkosten zu berechnen. Dann haben die angefragt, wahrscheinlich bei der EnBW, was kostet es denn? Oder bei Stuttgart Netze ist das, wo sie angefragt haben. Ne? Und nur der Stromanschluss für die Heizung, also für die Wärmepumpe, ne? Das waren 150.000 Euro. So. Und dann haben sie gesagt, danke fürs Gespräch, das ist mehr als wir mehr zahlen wollten. Wir hätten gern was draufgelegt, ein paar 10.000 Euro, ne? Aber 150.000, das können wir nur für den Stromanschluss uns nicht leisten.
Und jetzt haben die halt auch wieder eine Hybridlösung gemacht, die ist besser wie nichts. Die haben eine Gastherme, die sozusagen die Spitzenlast macht, und sie haben eine kleinere Wärmepumpe, die sie für günstiger Geld bekommen haben. Und das ist auch, sage ich mal, eine gute Lösung, ne? Aber natürlich nicht die 150-prozentige Lösung. Ne? Also wenn man hier nicht integriert plant, dann fällt man halt auf die Nase. Ne? Und ganz wichtig für uns, auch für die Naturfreunde, ist natürlich die soziale Frage. Ich muss auch entsprechende Förderprogramme auflegen, um das, weil die Stadt hat viele Förderprogramme, das will ich gar nicht bestreiten, um das tatsächlich auch bezahlbar zu machen. Ja, und wenn man der Stadt, das ist jetzt nicht Degerloch, das ist die Stadt unten, wenn sich bezüglich des Wärmenetzes unten in der Stadt etwas tun soll, also wenn die Netze erweitert werden sollen, ne, wie es eigentlich im Wärmeplan drinsteht, dann muss man sich mit der EnBW einigen. Ne? Und das ist derzeit bei weitem nicht der Fall. So, jetzt ist halt das große Fragezeichen, ob und wann diese Erkenntnisse bei der Stadt und beim Gemeinderat ankommt. Bisher, sage ich mal, steckt man eher noch den Kopf in den Sand und sagt, wir wollen das Ziel erreichen und wir machen, geben da keinen Zentimeter nach. Ne? Also, was muss die Stadt tun? Integrierte Planung aufsetzen, Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes erfüllen. Man muss auch die Novelle, nächstes Jahr kommt die Novelle vom Gebäudeenergiegesetz, da kommt nochmal ein Punkt oben drauf, da muss man die Häuser isolieren, müssen eingeplant werden. Die soziale Frage muss integraler Bestandteil der Planung sein. In unseren Augen muss man große Netze planen, damit es auch bezahlbar wird, und dazu muss halt den Zeithorizont strecken. Ne? Bundesgesetz, Bundesregierung will, glaube ich, 2050 klimaneutral sein. Kein Mensch weiß, warum Stuttgart 2035 klimaneutral sein will. Das schaffen sie eh nicht. Ne? Transparenz herstellen, insbesondere was die Kosten anbelangt. Sie müssen ja erstmal, wenn Sie entscheiden vom Netz oder von der Wärmepumpe oder sonst irgendwas, müssen Sie ja wissen, was kostet mich das denn, dieser Anschluss. Ne? Das ist als Voraussetzung eigentlich für die Bauern, um auch planen zu können. Ne? Und der Gesetzgeber, Bund, muss eben auch noch mehrere Gesetze machen, zum Beispiel zur Fernwärme, um hier Klarheit herzustellen. Also das ist einiges, was noch offen ist. Das heißt, wir sind eigentlich am Anfang, aber das heißt nicht, dass wir nichts tun. Ne? Wir müssen uns jetzt schon darum bemühen, hier voranzukommen. Ne? Okay, jetzt bin ich fertig. Jetzt sind Sie dran. Also genau, wir fragen nachher nochmal, ob Sie aufgenommen werden oder nicht. Wir können Nachfragen zum Vortrag gemacht werden. Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht bei der Wärmeplanung? Was sagt Ihr Schornsteinfeger eigentlich zu dem ganzen Thema? Wie ist auch eine Idee, die Frage, wie können wir der Stadt denn helfen, auf einen rieselischen Weg zu finden? Wir schreiben ja dauernd Briefe, die nicht beantwortet werden. Den sagt er, die Händler bei der Einwohnerversammlung schon wieder gesagt, dass uns die Briefe beantworten, beziehungsweise ein Gespräch mit uns machen. Ein Gespräch, ja. Ja, ja, also der erste Brief ist vor einem Jahr und einem Monat losgegangen. Dann gab es die Zusage 24.07. zu einem Gespräch. Und jetzt gibt es nochmal eine Zusage, mal sehen, vielleicht kommt das Gespräch irgendwann mal. Also wir haben gesagt, wir wollen mit dem Bürgermeister sprechen. Amt für Umweltschutz, nicht der Bürgermeister. Das haben wir Ihnen schon gesagt, Amt für Umweltschutz. Den Herrn Görres, den kennen wir schon, wissen genau, was der sagt. Das ist aber nicht das Problem, das sagen auch Dres und Sommer. Der Görres ist nicht das Problem. Das Problem ist die Koordination innerhalb der Stadt. Wenn die Stadt nicht ihre Ressorts koordiniert, dann passiert auch nichts. Ich kann zehnmal mit dem Görres schwätzen, das nützt nichts. Also, egal. Wir schauen, was passiert. Frage ist auch, was kann der Bezirksbeirat tun? Welche Forderungen haben wir statt? Schreiben wir einen Brief, sammeln wir Unterschriften. Okay. Das wäre es jetzt mal so von meiner Seite. Dankeschön. Das Problem noch ein bisschen tiefer liegt. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Wir müssen natürlich die Wärmeplanung auch mit der Stromplanung zusammen sehen. Weil auch dort, wo die Stadt sagt, bei den Plänen hier, da können wir eine Wärmepumpe bauen, da kann halt meistens da gar keine bauen. Aus verschiedenen Gründen. Also ich bin völlig Verfechter, also wir haben ein Architekturbüro, bauen ständig Wohnungen und alles, man dauernd mit den Problemen zu tun. Wir haben auch sehr viel mit der NetzEWW zu tun, gerade gestern hatte ich wieder einen Termin. Die nehmen halt für eine Leitung, für einen Meter, den sie länger machen müssen, nehmen sie halt 500 Euro. Also bis zur Trafostation. Und so kommen die Zahlen zustande. Dann bist du eine Wärmepumpe, dann kommt halt, okay, 50.000, 70.000, 30.000, 250.000 Zuschuss für die NetzEWW. Und dann kannst du natürlich die Lösung vergessen. Das geht überhaupt nicht.
Der zweite Punkt ist, bei der engen Bebauung sind die Wärmepumpen leider momentan noch so, dass die Nachbarn ganz schnell Wirrschwung anlegen können. Weil ich eventuell je nach Wärmepumpe und Größe des Hauses brauche ich halt 6, 8, 12, 16 Meter Abstand bis zu einem schützenswerten Fenster. Ja, das habe ich ja in ganz Dägerloch nicht. Das habe ich vielleicht in irgendeinem Einfamilienhausgebiet. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir einmal von der Nahwärme rankommen und zum anderen auch eben den Strom mit betrachten. Und jetzt abschließend ein ganz schlimmer Satz von der letzten Idee. Wenn ich jetzt für einen momentanischen 16-Familienhaus den Stromanschluss beantrage, dann sagen die, ja, vorgesehen sind hier 60 Kilowattstunden. Aber die 60 Kilowattstunden gehen ja gar nicht, immer dann, wenn man eine Wärmepumpe oder auch noch dann E-Mobilität, dann bist du ganz schnell eben bei 100 Kilowatt oder 110 oder 120. Und dann fangen sie an und sagen, ja, da müssen wir eine neue Leitung bringen. Und jetzt wird es aber ganz schlimm, weil, wenn ich denen dann sage, liebe Leute, schon, aber daneben steht eine ganze Hausgruppe, die ist so alt, dass ich davon ausgehen kann, dass in 2 Jahren dort wahrscheinlich eine Planung kommt, auch mit einem 10 oder 15 Familienhaus. Was ist denn dann? Dann wird die Straße wieder geöffnet. Und die werden dann, ja, werden dann wieder 150.000 Euro zahlen oder müssen. Das geht aber gar nicht. Also das wird keiner können. Die Mieten werden dadurch nicht billiger durch so eine Handhabe. Das heißt, man müsste irgendwie die Kommune dazu bringen, Netze zu legen, also immer wieder bei der Nahwärme, Netze zu legen und die vorzufinanzieren. Nur so funktioniert es. Also München kann es zum Beispiel. Ne? Ich kenne Situationen in Oberhaching und so, da hat die Kommune das Netz gelegt, ja, und hat dann gesagt, okay, wenn der Anschluss kostet 12.000 Euro oder 8.000 oder irgend sowas. Aber du hast ja gar nicht müssen. Das hat nur einfach gekostet, am Schluss haben sie alle angeschlossen. Und dann hat es auch wieder rentiert, aber einer muss das vorfinanzieren. Und so geht es mit der Wärme und es geht mit dem Strom. Und die Stadt hat ist zu kurzsichtig, also wir haben schon mal vom Bezirksberat aus vor 10 Jahren haben wir das ganze Thema schon mal durch, mit allen, mit Stadtwerken, mit NetzeBW, mit Görres, mit allen wollten wir den noch quasi genau in die Richtung schieben, ist alles versandet, damals hat die NetzeBW gesagt, im Hofeld, ja, da brauchen wir erstmal eine Grasleitung, da brauchen wir jetzt nichts anderes. Also von daher, die sind sehr träge. Ich kann das alles von Dresden Sommer, auch in anderen Bereichen in meinem Beruf, Horizont etc. nur unterstreichen. Wir brauchen in Stuttgart jemanden, der das koordiniert. Ansonsten geht da gar nichts. Das waren andere Städte, die weiterkommen wollen, machen das auf jeden Fall. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie wir dazu kommen, das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber da sind wir ja heute in der Runde. Wir müssen da auf jeden Fall was tun. Wir brauchen einen Koordinator, weil die legen sich gegenseitig nur Steine in den Weg. Die können sich auch gegenseitig nicht leisten. Auch bei der NetzeBW, wenn ich da mit der Puppe stehe, mit 10 Leuten, dann hörst du überall, ja, habe ich. Ja. Also ihr wollt ja, aber wir können ja gar nicht. Ja, wenn der Zeiger sein. Da ist also auch ganz viel Politik dahinter, die einfach mal so reinfließt. Ne? Das höre ich überall. Also ich hätte, wenn ich dann gesagt hätte, ich bin Grüner, hätte ich wahrscheinlich gleich brennen dürfen. Ne? Weil das ist momentan eh schon die Stimmung, da haben wir kein Geld für den Kreinzeit und das spielen doch alle. Das steckt auch noch dahinter. Gut, also man muss es gesamt denken und das ist unglaublich wichtig, weil es sonst nicht funktioniert. Okay, danke schön. Hello, du hast glaube ich gemeldet, oder? Ja, also ich kann direkt anschließen, das heißt auf gut Deutsch, wir müssten als großes Ziel eben formulieren, erstens diese Koordinator und zweitens eine langfristige große Investition der Stadt Stuttgart in ihr Fernwärmenetz. Ja. Mhm. Sonst läuft da gar nichts. Ich meine, andere Städte haben das gemacht, schon vor 30, 40, 50 Jahren. Mhm. Da oben im Ruhrgebiet, da hast du zum Teil 50% Fernwärme und die haben das halt mal gemacht in der damaligen Zeit, die haben das vorfinanziert. Ne? Und da, also ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, aber da hast du dann Anschlusskosten gehabt von, was weiß ich, 4.000 Mark damals noch pro Nase. Ne? Das sind ja Beträge, da könntest du ja bloß davon träumen. Ne? Aber da wussten die Leute, wir können uns anschließen, wir zahlen die 4.000 Mark und damit haben wir alle Sorgen vom Hals. Ja?
Damit haben wir unsere Heizung fest und wir haben unsere Fernwärme fest und brauchen uns um nichts mehr sonst zu kümmern. Also im Grunde genommen müssen wir auch den Stuttgartern klar machen, ihr habt da eigentlich paradiesische Zustände, wenn ihr euch endlich mal dazu entschließt, den Gemeinderat in die Richtung zu boxen, ja? Und dem zu sagen, Freunde, große Zukunftsinvestitionen. Und nach wie vor ist Stuttgart nicht gerade eine arme Stadt. Jetzt muss ich auch noch schön reinspringen, quer. Vor 10 Jahren hieß es zum Beispiel, haben wir mit denen ausgehandelt gehabt, mit allen, ja, beim Wilhelmsgymnasium, wenn das umgebaut wird, gibt es eine Zentrale für die ganze Artschule. Vor 1-2 Jahren wurden uns die Umbauten vom Wilhelmsgymnasium vorgestellt, da war davon nichts, null. Ich habe die Frage gestellt, was ist denn eigentlich daraus geworden? Die haben es nur notiert, wir nehmen das mal mit. Gehört haben nichts. Dennoch hat einen Haufen Stellen, da hinten nur die Feuerwehr, die AWS, ja, das ist ein städtisches Grundstück. Darauf könnte man eine Versorgung machen, die gesamte Tränke macht, die komplette Alpsiedlung macht und die den ganzen Süden von Stuttgart macht. So groß könnte man das ausrichten. Wir haben, die Stadt hat ein Grundstück, frühere Aldi-Diskussion, das gehört der Stadt, da haben wir damals schon gesagt, da muss was rein, eine Station. Die Stadt will das Grundstück oder hat es schon verkauft, ohne diese Station. Die Kirche hat das Haus der Kirche gebaut, städtisches Grundstück gebraucht. Wir haben damals gesagt, wir müssen dort der Kirche in den Vertrag reinschreiben, da unten gehört eine Station rein. Selber habe ich auch mit der Kirche gesprochen, aber das muss die Stadt vom Vertrag machen. Nichts ist passiert. Das heißt, die ganzen Stationen, die wir bräuchten, ein paar haben sie ja schon versemmelt, da muss man unheimlich aufpassen, dass man dort irgendwie den Fuß reinkriegt. Die gesamte Waldau, also die hätten irgendwie, ja egal, die gesamte Waldau ist ein Punkt, die das ganze obere Gebiet nehmen könnte, wenn man das richtig macht. Okay, Dali. Bitteschön. Also ich bin jetzt nicht aus Steigerloch, sondern aus Weilendorf. Mit der Sauerinitiative, jetzt ist das schöne Stichwort, das der Herr Bucher gesagt hat, Stuttgart soll sich besinnen auf das Würmernetz, nach Stuttgart ankommt, Würmernetz. So, das Würmernetz gehört der EnBW, das war mal in der Hand von der Stadt, TWS, und der Gemeinderat hat ja zugestimmt, dass das Ganze verkauft wird, also hat man da gar keinen Einfluss drauf mehr. Man streitet sich mit der EnBW, auf was weiß ich, wie viele Punkte. Und wie das ausgeht, weiß man nicht. Aufgrund vom Bürgerbegehr, beziehungsweise weil Bürger sich stark macht, dann hat man inzwischen wieder Stadtwerke. Dann war das 15 Jahre, 10 Jahre, weiß ich nicht. Diese haben ganz neu angefangen. Die sind aber nicht in der Lage, dass das diese Aufgabe, die man eigentlich bewältigen muss, dass sie das machen können. Das sind sie viel zu neu, da gibt es viel zu wenig Kompetenz dafür. Ich darf ganz kurz das Beispiel Weilendorf. Also Weilendorf hat eine Energieoffensive, die ist vom Bezirksbeirat, ist die mitgegründet worden. Da hat man sich schon sehr viel mit Quartierskonzepten beschäftigt. Deshalb ist dann, damals war auch das Umweltamt mit dabei, die Dörfers, deshalb ist in Weilendorf die Planung für ein relativ großes Nahwärmenetz ist da gemacht worden, hat also das Umweltamt gemacht. Das war im Jahr 2019, war das fertig. Und da war vorgesehen, dass man in Weilendorf Süd, dass dort etwa 1000 Haushalte, dass da ein Wärmenetz kommen soll. Wir sind da ein paar Mal beim Gürtel gewesen, der hat uns dann gefragt, ja, sollen diese Aufgabe die Stadtwerke übernehmen? Da haben wir gesagt, ja, natürlich, warum sonst? Dafür sind sie eigentlich da. Und das Problem war dann, der hat sich also dann ewig gezogen und gezogen und gezogen und die Stadtwerke haben sich zurückgezogen, weil die sagen, wenn wir Wärmenetz machen, muss es zu 100% erneuerbar sein. Und zwar so erneuerbar, dass man das nicht von außen holt, also irgendwelche Windkraft von außen, sondern beispielsweise entsteht dann in Weilendorf, da sind dann 16 Windkraftwerke notwendig. Und wenn man dann keine Zapfstelle hat, also beispielsweise der Neiger, der fließt nicht auf Weilendorf, oder ein großes Kanalnetz, dann machen die Stadtwerke gar nichts. Und der Görters hat dann, nee, nicht der Görters, sondern der Frausnick, der Leiter vom Stadtwerk, hat dann ganz klar gesagt, das, was seither gemacht wurde, ist die ganze Planung und das Umweltamt hat mindestens vor 15 oder was weiß ich, knapp 20 Stadtteile in die Planung gemacht für Wärmenetze. Das ist alles auf Null und man fängt jetzt wieder neu an.
Das war die Aussage. Und dem kommt natürlich entgegen, dass diese ganze Wärmenetzplanung, die es in Stuttgart gibt, die auf die ganze Problematik, also da wo es sinnvoll wäre, dass man Wärmenetze macht, überhaupt nicht eingeht. Der Jürgen hat die Kriterien ja gesagt, wie die Stadt da vorgeht. Also kurzum, dieses geplante Wärmenetz in Meilendorf, das wird von den Stadtwerken nie und nimmer gemacht. Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir lassen das über eine private Firma machen. Das war jetzt auch noch nicht so weit. Klar, da haben wir natürlich immer das Problem, wenn das ein privater Anbieter ist, dann ist man natürlich abhängig und das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren. Wie es nicht funktionieren kann, ist ein Beispiel, es gibt ein kleines Nahwärmenetz im Reihenhausgebiet in Weilendorf, das hat die ENBW. Die ENBW hat das vielleicht vor 20, 30 Jahren, weiß nicht mehr genau, hat es gebaut. Und die sagen jetzt zu den Bewohnern, wir ziehen uns in 2 Jahren zurück, ihr könnt machen, was ihr will. Also da steht man vor der Problematik. Aber wenn man das nicht auf dem Weg, so wie wir das jetzt angegangen, machen will, dann muss man die Stadt überzeugen, dass ihre gesamte Planung, dass man die wieder neu macht. Naja. Also wieder auf null, von null anfangen. Da muss man natürlich fragen, ja, wer steht denn da dahinter? Und wen kann man denn da gewinnen? Und welche Fraktionen im Gemeinderat machen denn da mit? Und wie ist denn der Einfluss jetzt vom Land Baden-Württemberg mit der ENBW? Das sind alles die Fragen, die man sich überlegen muss. Danke. Zur Info nur kurz, wir sind gerade dabei, die ganzen Wärmepläne, die es schon gibt für Stuttgart, gibt auch einen für Hofeld, die rauszuklagen, also über das Umweltverwaltungsgesetz, da haben wir so Informationsrechte. Bin mal gespannt, ob wir die kriegen, also die bereits teilweise fertigen alten Pläne zur Wärmeplanung, die jetzt alle wieder mal auf den Tisch gekehrt sind. Ne? Führt da der alte Dägerlocher auch dazu? Bitte? Der vom Dägerloch? Den hat der Colin mal angefragt, also der Herr Heinze. Und dann hat Stark gesagt, der sei ja schon längst, was hat man gesagt, der sei schon längst eingehaben. Hat sich überholt und so, ja. Aber den habt ihr mit angefragt. Ja, ja, wir haben alle Pläne, haben sie sogar gelistet, war ein alter Geschäft. Wir wollen sie alle haben, ob wir sie kriegen, ist die andere Frage. Ne? Aber das ist genau das Problem, das ich auch vorhin gesagt habe. Ne? Jetzt macht ihr, was ja okay ist, eine eigene Initiative. Ne? Jetzt habt ihr ein Teilnetz, das vielleicht sich auch lohnt, ne? Und damit ist aber sozusagen ein Gesamtnetz, dann wird dann immer mehr obsolet, weil dann ganz viele kleine Teilnetze sind. Und wenn du die ENBW und die Stadtwerke zusammenkriegst, das schaffst du schon 100 Jahre nicht. Das sieht man ja am Wasser. Also die Stadt prozessiert ja in vielen Fällen mit der ENBW. Das ist einfach kein Unternehmen, das sozusagen mit dem man gut kooperieren kann. Ne? Das ist das. Ja, aber Jürgen, wo man, also Gespräch geht mit dem draußen, ja. Wo dann nicht ganz klar war, dass er sich ganz strikt sieht. Dann hat er draußen gesagt, also er kann sich niemals vorstellen, dass da ein größeres Wärmenetz kommt, sondern wenn, dann vielleicht Insellösungen. Ja. Und mehr sind die Stadtwerke nicht bereit, ja, zu machen. Wie gesagt, der Geschäftsführer ist nicht der Entscheidende. Eigentlich muss die Stadt vorgeben, was sie haben will. Und dann muss sie das Stadtwerk entsprechend ausstatten. Und der Brausing sagt natürlich, das ist, also ich meine, das Stadtwerk darf man jetzt nicht in den Senkel stellen. Ne? Das Problem ist, das Stadtwerk ist ja 2011 gegründet worden und dann hat man es mehr oder weniger eigentlich 10 Jahre vernachlässigt. Wenn sie Stellaroller und sowas vermietet. Ne? Und jetzt sagt man, Wärme ganz wichtig, die müssen da was machen. Jetzt hat man natürlich mal einen Haufen Geld in Stadtwerke reingesteckt und die können auch, die kriegen, ich weiß nicht, der Personalstand, die kriegen mehrere hundert neue Ingenieure. Ne? Aber jetzt kriegst du die erstens nicht auf morgen. Ne? Und zweitens, wenn du neue Ingenieure hast, die müssen ja erstmal eingearbeitet werden. Du kannst ja nicht dann mit 100 neuen Ingenieuren oder 400 neuen Ingenieuren da loslegen, weil die müssen erst Erfahrungen sammeln. Also das Stadtwerk hat derzeit nicht die Möglichkeit, vom Personellen her und auch von der Ausbildung, von der Erfahrung her, so ein großes Netz zu planen. Aber das kann ja nicht sein, dass nur deswegen dann hier solche Insellösungen dann pausenlos stattfinden oder Einzellösungen stattfinden. Also die Mieter und die Häuserbesitzer alleine lässt, weil zum Schluss kostengünstig zu lesen, also bis 45 müssen die Dinger eigentlich, muss man entsprechend dem Gebäudeenergiegesetz umgestellt haben. Ne? Und zum Schluss gibt es dann lauter solche Lösungen, dann bauen sie sich auch noch solche Lüfter, also so Klimaanlagen ins Fenster rein, wo man warme Luft reinbläst und so weiter, weil das die billigste Lösung ist. Ne? Also dann kriegst du ein völliges Mischmasch. Ne? Und das heißt, man muss eigentlich jetzt schon darauf drängen, dass die Stadt hier
ein bisschen in sozusagen in die Schwünge kommt und mal ein bisschen großzügig geplant. Ne? Aber gut, vielleicht was für Erfahrungen habt ihr? Ja, ich habe nur erfahren, wenn jemand aus Weilendorf da und du hast schon einen Überblick, es gibt quasi auf der Ebene, wo du mit bestimmten Leuten redest, Leute, die sich ein Stück weit um die Wärmeplanung der Stadt in der Summe gekümmert hat. Gibt es noch mehr so Stadtteilinitiativen wie in Weilendorf? Das sind diese KfW-Projekte teilweise, ne, die da gemacht wurden. Und da gibt es ja, das ist ja ein echter Auftrag, da gab es auch Berater. Ja, das waren diese Quartierskonzepte. Das sind diese Quartierskonzepte, ne, und da gibt es, ich glaube, ich weiß nicht, 17 oder sowas gibt es, da gibt es in, ich habe die Liste jetzt nicht im Kopf, aber es gibt mehrere Stadtteile, wo sowas gemacht wurde. Das wurde natürlich, je nachdem, nicht in die Tiefe geplant, ne, oder nur bis zu einer bestimmten Tiefe, ne, aber da sind Informationen da, wo sind mögliche Wärmequellen, wo sind mögliche Standorte für Energiezentralen und so weiter. Ne? Aber gibt es da auch Menschen wie in Weilendorf, die sich da weiter drum kümmern? Also weil letztendlich müssen... Nein, ist gestorben. Ja klar, in Weilendorf gibt es immer noch Initiative. Ja, ja, okay, natürlich, klar. Natürlich gibt es Initiativen, beispielsweise die in Bliningen. Es gibt was in Bodenheim beispielsweise, inwieweit sich die jetzt genau welche Themen beschäftigen, das weiß ich nicht, aber das gibt es natürlich. Also wir arbeiten sehr in... Ja, aber dann nur der Punkt jetzt, um das zu beenden, dann müssten wir die zumindest einmal miteinander an den Tisch bringen, weil gegenüber der Stadt kannst du nur, also wenn da jeder Einzelne sich dann an die Stadt wendet, ja, vergesst es, ja, also dann muss man, wäre eure politische Aktivität unabhängig von dem, was mir macht, dass ihr zusammen die Leute, die ihr kennt, und also, dass man die verschiedenen Leute aus den Stadtteilen, die es gibt, dass man die zumindest mal zusammenbringt und ein Stück weit koordiniert. Also das halte ich dann auf jeden Fall für notwendig. Und letztendlich ist ja dann die daraus resultierende logische Frage, wie macht man das in Dägerloch? Nochmal, ich bleibe dabei. Also vielleicht, ich heiße Klaus Amler und wohne in der Deterhäuser Straße und bin durch Zufall, weil ich quasi zwischen der Albschule und der Filterschule wohnen und die zwei Netze, und dort ist ja nach der Wärmeplanung der Stadt, die sind die zwei Heizzentrale und das Gebiet dazwischen darf dann auch ins Nahwärmenetz. Also wenn ich auf den Plan gucke, bin ich in dem Nahwärmenetz dabei, ja, aber ich glaube noch nicht dran. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob es in 8 oder in 12 oder in 15 oder in 20 Jahren kommt. Weil bis 2045, wie gesagt, ist eigentlich Gesetzeslage, dass jeder Haushalt in dieser Republik sich klimaneutral heizt und mit Wasser versorgt. Das heißt aber für uns die Frage nochmal, gucken wir zu, was die Stadt hinkriegt oder eben auch nicht? Oder agieren wir zumindest so, dass man die Stadt unter Druck setzen kann? Dass man ihnen vielleicht Lösungen vordenkt? Ja? Also in meinen Augen, je weniger die Stadt hinkriegt, desto mehr wird die politisch darauf angewiesen sein, auch sage ich mal, Bälle von außen aufzunehmen. Also, ich kann mir es gerade nicht vorstellen, dass die Stadt 2028 immer noch nichts hinkriegt hat und immer nur behauptet, 2035 sind wir klimaneutral. Ja? Also, und in dem Kontext, glaube ich, ist unser Job auch in Dägerloch schon, uns irgendwie zusammenzutun und Dinge vorzudenken und vorzuplanen und vielleicht auch damit zu drohen, dass wir selber bestimmte Dinge auf den Weg bringen. In meinen Augen wäre das Beste dann schon am Schluss, man bereitet Sachen vor, wo dann die Stadtwerke am Schluss den Auftrag kriegen, macht's. Ja, quasi. Ja, also, weil das wäre der letzte Schritt, abgesehen von Planungen. Es wäre nochmal ein großer Schritt selber in irgendwelche Genossenschaften und Energiegenossenschaften und in reale Geschäftstätigkeit einzusteigen, das ist ein weiter Weg. Ja. Aber alles, was man bis dorthin treiben kann, glaube ich, haben wir in Dägerloch eigentlich die Kapazitäten dafür. Ja, also was wir teilweise machen, aber was wir ausbauen müssen, ist richtig, wir arbeiten mit anderen Initiativen zusammen, zum Beispiel haben wir einen sehr intensiven Kontakt zu Lebenswert, 7095 Lebenswert, das sind die Blieninger, ne, die jetzt auch schon hingekriegt haben, dass man im Wolfer da ein neues Gebiet, also dass die Stadt da ein Gebiet erweitert, ne. Und wir arbeiten auch punktuell mit dem BUND zusammen, wobei das immer so eine Frage ist, an welchen Punkten steigt da mit einer. Aber was natürlich richtig ist, wir haben auch keinen genauen Überblick, welche Initiativen denn sonst noch in Stuttgart unterwegs sind. Also könnte man mit euch auch nochmal intensiver, ich meine, du bist ja im Arbeitskreis drin, aber die Initiative selber, da haben wir eigentlich noch nie drüber gesprochen. Es wären sicherlich so Möglichkeiten, dass es ein bisschen mehr vernetzt. Ne? Aber der Punkt ist halt, Wärmeplanung ist schon ein bisschen kompliziert und Genossenschaft kann man schon machen, aber das ist halt ein bisschen, sage ich mal, aufwendig, weil diese Genossenschaften, die, sage ich mal, Solaranlagen auf Dächer planen, die sind relativ einfach, weil da alles gesetzlich
oder fast alles gesetzlich geregelt ist, ne? Die kannst du einfach aufsetzen. Aber so ein Wärmenetz zu planen und zu beauftragen, das ist ein Ding, da lassen wir zumindest die Finger davon. Ja. Ne? Und da wird es auch keine Genossenschaft geben. Aber natürlich, wenn es in einzelnen Stadtteilen sowas gibt, ist es sinnvoll. Ne? Aber das ist ein guter Punkt nochmal, dass man vielleicht mal versucht, so einen Gipfel von den ganzen Initiativen, die mal zusammenzukriegen an einen Tisch. Ne? Das könnte man mal organisieren. Bitte schön. Nun, die Frage ist, die Wärmeplanung, ist dieses Thema auch ein Thema für den Herrn Heinze, bei dem er sich engagieren könnte? Der ist doch jung, dynamisch, möchte was werden und hat Zeug dazu, meiner Ansicht nach auch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und von daher können wir ihn nicht mit da einspannen in diesen Karren. Erster, der Klaus, Herr Amler und ich, wir sind da schon im Gespräch und wir tun ihn ein bisschen Zwiebel, dass er was macht. Aber das ist nicht, und der Bezirksparat, den wollen wir schon auch, also wir wollen den jetzt auf jeden Fall mal in den 25 Minuten, die wir kriegen, am 19. November mal ein bisschen motivieren, dass er was macht. Es ist aber, das müsste aber der Bezirksparat selber sagen, also der Colin hat uns halt erklärt, das habe ich zwar rechtlich nicht ganz verstanden, dass das eine Planung ist, wo der Bezirksparat gar kein eigentliches Recht hat, mitzusprechen. Meine Frage ist immer, kann der Bezirksparat nicht einfach sagen, ich will aber trotzdem mit der Stadt über das Thema sprechen und ich will hier mal eine gescheite Präsentation für Tägerloch haben und vor allen Dingen will ich Zeitperspektiven haben. Also die in der Michaelstraße schon irgendwo, die können nicht warten, bis denn irgendwann mal einfällt, hast langt halt doch nicht mit der Wärme, jetzt mach es halt doch allein. Also das kann, ist ja auch noch ein Ergebnis. Das, also das ist ja gar nichts sicher eigentlich derzeit. Aber wir können schon ein paar Flöcke reinsetzen, ja, die dann funktionieren oder so dahingestellt lassen, aber das machen wir auch. Ja. Also das wären so Punkte, die wir vielleicht in den 25 Minuten dann mal besprechen könnten, ne, im Bezirksbeirat. Jürgen, darf ich noch was ergänzen? Gerne. Zu dem, was da drüben gesagt worden ist. Es gibt ja jetzt seit wie lange? Anderthalb Jahren. Gibt es ja schon Bemühungen, Jürgen hat es ja vorhin schon gesagt, dass verschiedene Initiativen innerhalb der Stadt oder über die Stadt verteilt. Ich komme jetzt aus Birkach-Bannigern, ja, oder es gibt ja, Leute auch aus Sillenbuch und so weiter, die jetzt schon seit eineinhalb Jahren versuchen, an diesem Thema sozusagen eine gemeinschaftliche Vorgehensweise zu finden. Und es wurden ja auch schon zwei offizielle Briefe diesbezüglich, das ist ja am Anfang auch gesagt worden, an die Stadt geschrieben, wo es ja dann zum Teil nicht mal eine Antwort gab. Also diesen Versuch, über die Stadtteile hinweg eine Initiative zu finden, den gibt es schon. Aber der ist bisher auch nicht erfolgreich. Man muss im Endeffekt sagen, die Stadt und der Gemeinderat, die blockieren schlichtweg. Die antworten nicht mal. Auch Versuche mit Stadträten in diesen Themen mal ins Gespräch zu kommen, laufen ins Leere. Ja, es wird förmlich blockiert. Das ist das Kardinalproblem. Das heißt, es müsste wirklich so eine Welle in der Stadt entstehen, dass die gar nicht mehr anders können, als sich mal wenigstens für ein Gespräch zu öffnen. Ja? Und ihre jetzt schon festgezurrte Planung, die gehen davon aus, das Ding ist jetzt so. Die sagen zwar, das wird alle zwei Jahre überarbeitet, aber man merkt im Gespräch dann, die haben das nicht wirklich vor. Es sind ja verschiedene Gründe genannt worden, warum der Wärmeplan zu klein ist. Also insofern müsste das schon eine große Welle über die Stadt müsste entstehen, damit vielleicht dann tatsächlich etwas geht. Der Udo, ich habe eine Frage. Ich möchte daran erinnern, dass wir vor vielen Jahrzehnten die Initiative ergriffen haben zur Gründung der Stadtwerke, nämlich dass wir 47.000 Unterschriften gesammelt haben, weil wir das Wasser wieder haben wollen. Genau. Und es hat dazu geführt, dass die Stadtwerke gegründet wurden. Und wenn wir also eine Unterschriftenaktion über die ganze Stadt hinaus überlegen, ob das auch vermittelbar ist, was wir eigentlich wollen, ob das nicht ein sinnvoller Weg ist, wie wir das damals mehr oder weniger erzwungen haben, mit 47.000 Unterschriften, dass wir das Wasser wieder haben wollen. Und der ganze Prozess ist ja noch gar nicht abgeschlossen.
Wir wissen ja, dass dieser Streitpunkt über Gas und Strom nach wie vor in der Schwebe ist, dass die Stadtwerke eben nicht über die Elemente der EnBW verfügen, die sie eigentlich haben wollten und was eigentlich unsere Intention ist. Also wäre es nicht auch sinnvoll, so eine stadtübergreifende Bürgerinitiative zu initiieren, mit Unterschriftensammlung von vielen Tausend, wäre das Ziel, Unterschriften von allen Bürgern, wir wollen eine Veränderung haben. Wir wollen, dass sie Gas geben und dass da endlich was passiert. Also weiter dahin dümpeln, das bringt nichts. So. Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, dass wir so weit kommen. Ja, das, was der Herr gerade gesagt hat, stimmt ja gar nicht ganz. Die Stadtwerke Stuttgart gibt es ja schon alles, außer das Wasser. Das ist ja schon alles gegründet. Bloß, dass die Stadtwerke Stuttgart die Hälfte der EnBW kehrt. Also, dann ist das der gleiche wieder. Das Wasser läuft ja alles. Wenn Sie der Hausbesitzer sind und Sie kriegen ja die ganze Umstellung gerade mit, wie das abläuft. Das ist eine Geldfrage zwischen der Stadt Stuttgart und der EnBW. Das ist eine Streitfrage, wo das Gesetz noch beschlossen werden muss. Bitte? Die Gerichte gehen nicht dran, das ist nicht geklärt. Oh, ja gut, das braucht halt Zeit. Klagen Sie doch mal hin gegen den Vermieter oder was, da brauchen Sie auch ja, bis Sie was durchkriegen. Und so ist das halt. Die EnBW will viel Geld und die Stadt Stuttgart will nichts zahlen. Aber das läuft ja alles. Und der Strom, das ist ja schon Stadtwerke Stuttgart und die Netze heißt Stuttgarter Netze. Das ist ja schon alles anders. Wir müssen unterscheiden, ob man von Stuttgart redet oder außerhalb von Stuttgart. Weil die Netze, das ist ja alles, das ist gegründet unten in Wangen, weil die Stuttgarter Netze, für mal Trost war, wunderbares Gebäude installiert. Und die Stuttgarter Netze, die machen schon was, so ist das nicht, dass die nichts machen. Wir müssen mal ein Beispiel im Wacholderweg gucken. Da ist ein Holzhaus gestanden. Das ist jetzt ein riesen tolles Haus dann erstellt worden und da waren die Leitungen alle zu schwach. Dann haben die alles umgelegt. Und dann wurden die Gas- und Wasserleitungen auf eine Seite und die Stromleitungen wurden alle erneuert. Das sind 10 Häuser oder 15 Häuser gewesen, wo alle neue Stromleitungen gekriegt haben, weil ein Haus neu gebaut hat. Und die hat jetzt eine riesen Wärmepumpe da gekriegt und so ist das nicht. Sie müssen auch die Seite vom Vermieter mal denken. Wir haben ja als Vermieter, ich bin Vermieter, und sehe was, Sie haben ja Vorschriften. Wenn Sie ja Ölheizung drin haben und die ist abgelaufen, dann müssen Sie erneuern. Und Sie dürfen keine neue, sollten keine neue einsetzen. Sie müssen da mit Pumpe setzen. Sie müssen Photovoltaik aufs Dach machen und die Kombination, das kostet halt Geld. Ja. Und da findet sie erstmal gar keinen Handwerker, wo alles versteht. Weil wenn Sie heute einen Handwerker holen und sagen, jetzt bauen wir eine Wärmepumpe ein, ja, der Flascher, da müssen Sie mal, weil kann er es oder kann er es nicht. Das wisst ihr ja gar nicht. Ja, nee, das ist alles richtig, ne? Aber drum, das ist halt der Punkt, jetzt gehen Heizungen kaputt, so nach und nach, oder können kaputt gehen. Ja. Und was machst du noch? Ne? Und jetzt sagt die Stadt, ja, wissen wir auch nicht. Wir können gerade noch nichts genau sagen. Die Stadt interessiert sich nicht dafür. Ja, ja, aber die Stadt sollte sich dafür interessieren. Nee. Ne, weil für wieder seine Sache. Ja, klar, aber dann hat der... Die Bundesregierung hat beschlossen, dass sie das mal als Vermieter machen müssen. Das ist beschlossen, ne? Und die Stadt kann eben sagen, wir machen da ein Warmenetz und die muss eigentlich, wenn sie den Vermieter in der Entscheidung sozusagen unterstützen will, dann kann sie sagen, wir bauen da tatsächlich ein Warmenetz. Dann ist nämlich Dispens, dann kann der Vermieter sagen, okay, ich warte auf das Warmenetz und solange darf er noch hilfsweise eine alte Heizung, also nicht zulässige Heizung weiterbetreiben. Wenn er aber nichts weiß, wenn die Stadt sagt, ich weiß auch nicht, selbst wenn man in so einem Netzgebiet drin ist, ist es ja noch keine verbindliche Aussage der Stadt, dass da wirklich ein Netz kommt. Und erst wenn man diese verbindliche Aussage hat, dann darf er sozusagen übergangsweise noch eine Gasheizung oder irgendwas weiterbetreiben, bis eben der Warmeanschluss kommt. Wenn man sie heute kaputt geht, muss ich praktisch eine Wärmepumpe machen. Das geht aber oftmals nicht. Weißt du, was anderes? Da gibt es schon vielleicht noch andere. Ja, man kann eine Infrarotheizung neu bauen, man kann eine Klimaanlage neu bauen. Ja, aber jetzt müssen wir das technisch umgehen. Klimaanlage ist schon Wärmepumpe.
Ja, das stimmt, das ist ein Klima, das ist überhaupt ein Problem. Nee, aber jetzt nochmal zur Geschichte Stadtwerke. Ich meine, die Stadtwerke, wir sind schon einen Schritt weiter, also beim Strom und beim Gas ist sehr viel jetzt schon bei der Stadt. Ne? Da hat sie auch das Sagen, sage ich mal, da ist in der Mehrheit in der Gesellschaft, da ist immer noch die EnBW ein bisschen mit drin. Beim Gas nicht. Bitte? Beim Gas nicht. Beim Strom auf jeden Fall, ne? Bei der Fernwärme ist, also bei der Fernwärme in der Stadt, ist man überhaupt nicht drin. Da gibt es aber auch ein Bürgerbegehren. Ne? Da macht die Stadt aber auch nichts. Das gerade wieder hat einen Prozess geführt, der ging, glaube ich, 10 Jahre lang oder so ähnlich. Und dann hat der Richter gesagt, wisset ihr, ihr müsst euch halt einigen. Das sagt er immer, das sagt er aber am Wasser. Ihr müsst halt einigen. Und jetzt sage ich mal, das sind erwachsene Menschen in der Stadt. Im Land sind auch erwachsene Menschen mit Vernunft. Und die... Bei den oberschwäbischen Landräten weiß ich nie so genau, was das für Menschen sind, aber die müssen eigentlich auch vernünftig sein. Da muss man sich doch eigentlich einigen können, aber da einigt sich niemand. Und meine These ist einfach, die Stadt sagt, das ist mir einfach zu teuer, darum mache ich den Preis nicht, den man eigentlich zahlen müsste. Und die EnBW sagt, ich will aber dicke Kohle machen und mache einen ganz hohen Preis und dann kommen die nie zu streichen. Ne? Also das ist gerade beim Wasser ist die Oberkatastrophe, ne? Da haben wir wirklich einen guten... Das Wasser gehört immer noch 100% der EnBW. Ne? Ja, und da hatten wir wirklich ein Bürgerbegehren, das auch der Gemeinderat verabschiedet hat. Und da ist nichts, also de facto nichts passiert seit in den letzten fast 20 Jahren. Genau. Und so ein Bürgerbegehren, das kann man mal machen, wenn man wirklich eine richtige Bewegung hat. Weil ich habe das gesehen bei der Fernwärme, das versteht niemand so richtig. Ne? Da haben wir, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um diese 30.000, also 25.000 braucht man mindestens, aber man muss immer ein paar obendrauf zusammensammeln. Das ist auch wirklich lang, weil da viele doppelt eintragen. Ne? Da haben wir wirklich über zwei Jahre lang Klingel geputzt, um das Bürgerbegehren hinzukriegen. Ne? Also das ist ein Riesenaufwand, so ein Bürgerbegehren. Ne? Aber wie gesagt, jetzt nochmal diese Koordination von Initiativen halte ich für sehr, sehr wichtig und auch zielführend. Ne? Schon allein die Tatsache, dass sich da Initiativen organisieren, wird bei der Stadt Eindruck machen. Auf jeden Fall. Also sowas haben sie Angst. Bisher nicht. Ja, aber wenn die auftreten, als vereinigte Initiative sozusagen für die Verwaltung. Bisher nicht gewürzt. Nicht mal eine Antwort haben wir bekommen. Ja. Also nochmal. Im Prinzip haben wir im Augenblick geschrieben, die Naturfreunde, also ich weiß nicht, wer war formal Absender. Diese Briefe. Diese Briefe, die Stellungnahme an sich ist ein Brief der, wer ist dabei? KUS, Klima- und Umweltbündnis Stuttgart, Naturfreunde Stuttgart, Kommunale Stadtwerke Stuttgart, Lebenswert, BUND, ich glaube, das sind jetzt alle. Okay. Also es sind schon mal 5. Ja. Und der BUND ist auch nicht gerade der kleinste. Okay. Und wie gesagt, wir haben ja nicht nur den Brief geschrieben, sondern es war tatsächlich eine fachliche Stellungnahme, die ist schon 20 Seiten lang. Ne? Und wir haben auch nicht nur Briefe geschrieben mit der fachlichen Stellungnahme, sondern wir haben sogar das Konzept vom Böhnisch nochmal offiziell eingereicht. Und das ist ja wirklich durchgerechnet. Also das ist nicht nur ein Detail, das ist keine Planung voraus, ne? Aber für so ein Netz ist eine alternative Planung zur städtischen Planung. Und die ist richtig gerechnet. Ne? Jetzt kann man natürlich politisch entscheiden, will man das haben oder nicht. Aber das ist eine alternative Planung, sowas hat man eigentlich noch nie. Ne? Und auch der Herr Böhnisch, der hat dann auch als Privatmensch einfach sich nochmal in die Stadt gewandt, um Gespräch gebeten, der hat ein paar Mal irgendwo sprechen dürfen, aber das war's dann. Also es findet keine Auseinandersetzung mit der Planung Böhnisch statt, obwohl die eigentlich eher den Kriterien der Stadt entspricht, als die Planung der Stadt selber. Ne? Also es ist schon merkwürdig alles, aber jetzt höre ich gleich auf. Und jetzt noch mal kurz zu den Parteien. Also ich bin ein Sozi, ne? Und ich tue ja dann mal Jasmin anschreiben. Können wir mal, also die Fraktionsvorsitzende von der SPD im Gemeinderat, können wir mal sprechen zu dem Thema. Ja, wir machen einen Termin. Das muss ich aber 5-mal fragen. Bis heute habe ich immer auch noch keinen Termin. Ich kriege irgendwann mal einen. Ne? Aber es ist offensichtlich auch der Gemeinderat, oder sage ich mal, auch die Sozis, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, mit Michael Janser war jemand drin, der es zumindest fachlich verstanden hat, mit dem wir uns auch kräftig geschritten. Er hat ja 2 offizielle Anträge gestellt. Genau. Im entsprechenden Ausschuss der Stadt.
Ist aber der Einzige, der einen Antrag stellt. Ich glaube selber in der Sitzung drin, er hat diese Anträge gestellt. Es gab von anderen Fraktionen überhaupt keine Unterstützung. Da muss man auch die Grünen dann nennen. Ja, die haben das nicht unterstützt. Er war der Einzige, sprich die SPD-Fraktion in diesem Ausschuss hat das als Antrag eingebracht. Es hat aber keine Abstimmung gegeben, weil die Unterstützung nicht da war, dass das Ding auch eine Mehrheit kriegt. Ja? Und diese, was man immer in der Zeitung liest, ökosoziale Mehrheit, die war halt da nicht da. Das ist die große Witz, glaube ich. Ja. Das war noch der alte Gemeinderat als Erster. Das war doch im alten Gemeinderat, wobei man einfach sehen muss, die entscheidenden Dinge passieren in dem Ausschuss. Ja? Also solche Detailfragen. Und da muss man klipp und klar sagen, ich bin kein Parteimitglied, deswegen kann ich das sagen, die Grünen haben darauf überhaupt nicht darauf reagiert. Das ist jetzt meine private Meinung. Die wollen natürlich ihren Bürgermeister an der Stelle nicht vorführen. So einfach ist das, aus meiner Sicht. Das muss man auch bedenken. Also wir hatten bisher als Einziges mit dem Herrn Kotz, also mit der CDU, ein Gespräch. Also dieses Jahr zumindest. Wir haben schon früher mit den anderen auch gesprochen, ne? Aber bisher hat nur der Herr Kotz uns ein Gespräch, eine Audienz gewährt. Die CDU muss jetzt mal lohnen. Und dann? Aber er war auch so, sage ich mal, wie soll man das jetzt sagen? Aber ja, er sagt, nö, er sagt, ist schon gut, wir machen das, was wir machen können, und dann ist er auch gut. Ne? Also, so, pragmatischer Ansatz. Ne? Gut. Ja, also der Punkt ist schon, wir müssen tatsächlich, also ich finde es toll, dass wir so viele sind, ne? Aber das ist jetzt Säge noch, ne? Man muss das Thema schon irgendwo in die Stadtgesellschaft reinkriegen, und ich bin der Frau Seegesser auch sehr dankbar eigentlich, weil die ist wirklich an dem Thema hinterher und schreibt da auch relativ viel und schreibt da so, dass man es halbwegs verstehen kann. Ne? Und ich hoffe einfach, dass dann halt auch schon langsam mehr Leute da aktiv werden. Ne? Man kann doch Futter geben. Die, mit der Frau Seegesser sind wir, also die kriegt von uns ziemlich viel Futter, ne? Also die kriegt auch die rechtlichen Hintergründe und so weiter zugeschickt, ne? Das geht dann aber halt informell, ne? Die Frage ist halt auch, was sie alles verarbeiten kann, mental und so. Die hat ja nicht nur das Thema Wärmewende, die macht ja einen breiteren Bereich, aber die ist da wirklich bei einzelnen Themen wirklich massiv hinterher, und der Artikel, der war ja auch sehr eindeutig. Also die Stuttgarter Zeitung ist nicht für revolutionäre Aktivitäten bekannt, ne? Und der Artikel war schon heftig, ne? Aber bringt es auf den Punkt. Ja, ja. Das muss man auch ein bisschen ausnetzen. Ja, aber auch daraufhin hat sich die Stadtverwaltung und die Bürgermeister nicht bewegt. Wenn man den Artikel liest, hat der OB gesagt, wir brauchen eigentlich dieses Gutachten gar nicht. Wir haben schon uns intern die Weichen gestellt, hat der OB gesagt. Und dann der Bürgermeister Mayer hat es ein bisschen anders ausgedrückt, hat im Prinzip das Gleiche gesagt. Wir haben jetzt hier ein Gutachten, das hat übrigens 150.000 Euro gekostet, ja, zur Information, sagen zwei Bürgermeister, eigentlich brauchen wir das gar nicht, obwohl das Gutachten ja im Prinzip ein Verriss ist. Das ist eine Philippika. So wie ihr aufgestellt seid, funktioniert das nicht. Und dann sagt der OB und ein zweiter Bürgermeister, eigentlich braucht man das Gutachten gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Öffentlich. Ja. Ja? Also das ist ja, es ist ein Hammer, genau. Ja, jetzt würde ich nicht so depressiv sein, es ist schlimm genug. Aber der Punkt ist einfach, der selbstgesetzte Termin 35 kommt näher, also müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben. Ne? Und 45 wäre dann nach dem Recht, nach dem Bundesrecht, die absolut End-Deadline. Ne? Und es wird sich der Druck aufbauen, denke ich mal. Ne? Weil die Leute, also jeder, der eine Heizung irgendwie, also ich meine, auch im Bekanntenkreis, auch die Heizung ein bisschen Mucke macht, da sind sie alle ganz hibbelig. Ne? Und auch bei Leuten, die, sage ich mal, ökologisch orientiert sind, die sagen, jetzt müssen wir sofort eine Bohrung machen, ne? Und um Abwärme zu suchen, ne, bei uns. Ne? Und dann kommt der Bohrunternehmer und sagt, das kostet aber 40.000 bis 70.000 Euro. Und sagen sie, ach doch, so viel. Und dann machen sie es wieder nicht. Ne? Also das sind einfach, dann wird auch, sage ich mal,
die Empörung der Bürger, dass da keine Unterstützung von der Stadt, eigentlich die Stadt erkunden, wo hat denn ein wärmehöfiges Gebiet sozusagen, wo kann ich denn überhaupt Erdbohrungen setzen, um eine Erdwärmepumpe zu machen, ne? Weil im engen Gebiet ist das die einzige Alternative zu einer Luftwärmepumpe. Ne? Selbst in der locker bebauten Villa, ich habe das überlegt, ne? Inzwischen sind sie ja schon bei der Kehwoche mit ihrem Laubbläser durch die Gegend. Und wenn dann jetzt an jedem Eck auch eine Wärmepumpe steht und die eine geht um 11 Uhr los, die andere nachts um 5 Uhr und dann hast du immer so ein komisches Surren da und das will ich eigentlich auch nicht haben. Ne? Also die Villa klagt auf sehr hohem Niveau, ich weiß das. Ne? Aber das ist dann auch ein Punkt, wo du dann auch Probleme kriegst, diese Dinge aufzustellen letztendlich. Ne? Also, was machen wir denn jetzt? Was man jetzt macht? Also wir gucken mal, dass wir die Initiativen ein bisschen zusammenkriegen, also mehr zusammenkriegen. Da müssen wir nochmal einen Vorstoß machen, auch dass der BUND mehr mit bei uns mit dabei ist und Michael Jansson. Ne? Müssen wir ein paar andere ein bisschen in den Griff kriegen. Ne? Ich kann mal... Da gab es mal von der Stadtwerke, das war vielleicht 2022, da war draußen kurz da, der hat die ganze Verbände eingeladen. Und es waren relativ viele Leute da. Und man müsste vielleicht einfach mal die Stadtwerke wieder darauf ansprechen, ja, weil das wurde damals, ist dann auch besprochen worden, man macht es weiter, ist aber nichts passiert. Das Thema haben wir angesprochen, ich schreibe es auch nochmal auf. Ja. Da draußen will gerade nicht, weil wir immer so B sind. Das hängt aber ein bisschen, da gibt es ein paar Personen, sage ich mal, die nicht im Raume sind, die manchmal ein bisschen impulsiv sind und denen müssen wir ein paar Baldrians verabreichen. Also da draußen ist weiter bereit zu solchen Gesprächen, aber nicht, wenn wir so böse sind, hat er gemeint. Also, ist jetzt salopp formuliert, ne? Also wir werden das auf jeden Fall nochmal versuchen, mit Michael Janser, der ist jetzt auch beim BUND, ne? Da für die Energie zuständig, ich habe schon mal gesprochen, dass er das auch nochmal, er hat einen Kontakt zum Drausnick über seine Gemeinderatstätigkeit, sehr frühere, dass er das nochmal anregt, dass man da wirklich ein Gespräch macht und wir sagen auch, wir sind dann vielleicht ein bisschen netter. Also im Ton zumindest eine Sache nett. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir mal ansprechen, weil das Stadtwerk ist tatsächlich ein wichtiger Akteur und der Drausnick ist teilweise halt auch überfordert, wenn man sagt, ihr braucht halt doch nochmal mehr Leute, ne? Oder wir müssen das zeitlich ein bisschen strecken, die ganze Geschichte, weil du das nicht so schnell kannst. Ne? Dann ist dem vielleicht auch ein bisschen wohler, wenn er von uns praktisch Unterstützung kriegt. Ne? Bis 35. Ja, bis 35, das ist, ja. Na gut, aber 35 ist ja so schnell beschlossen, wenn du ökosoziale Mehrheit hast und dann beschließt du das halt. Und wenn du keine Stadtverwaltung hast, der Kuhn war ja wenigstens noch ein bisschen dahinter gestanden, aber der andere jetzt, der hat ja da gar kein Interesse. Der ist ja auch nicht der Aufsichtsratsvorsitzende von der Stadtwerke, sondern das haben wir. Wenn es doch wieder Wilhelmsschule sehr oben. 27 für die Schule umbaut und 35 ist für Förderung oder 32. Sieben ja, genau. So, jetzt bitteschön. Wie sieht es denn aus mit Gemeinderäten, die aus Degerloch kommen? Oh. Also wie gesagt, wir machen das mal über den Bezirksbeirat, versuchen das. Weil die Gemeinderäte aus Degerloch, ich kenne jetzt die Beate Schiemer, die meldet sich regelmäßig bei uns, die ist auch interessiert an dem Thema. Heute ist wieder ein saublöder Team, weil das Vereinstreffen ist wieder. Ne? Und die Maria Hackel, die ist natürlich Sozialexpertin, die kann das irgendwie verbal unterstützen, aber ich brauche nicht im entsprechenden Ausschuss. Die ist nicht im Ausschuss, ich brauche die Luzi, ne? Luzi Schamacher, die das im Ausschuss drin ist und wir sind jetzt auch dran, die neuen Leute von Volt, also die SPD und die Volt haben ja ein Bündnis gemacht. Volt kennen wir noch gar nicht. Mit denen sind wir, die sprechen immerhin mit uns. Und mit denen haben wir auch jetzt schon Kontakt. Und die haben gesagt, sie haben von der Wärmeplanung derzeit keine Ahnung. Aber sie machen sich kundig und wir arbeiten dazu, ne, dass da zumindest über Volt ein bisschen was reinkommt. Wie das klappt, wissen wir nicht. Aber es ist tatsächlich so, die Stadt ist... Ein Trägertanker, das hat man von der SPD gesagt, ein super Trägertanker, ne? Und du musst tatsächlich schon von außen auch auf die Stadt einwirken. Ne? Und so, wir machen halt so kleine Veranstaltungen, um da ein bisschen Motivation zu kriegen oder auch ein bisschen Hintergrund. Ich denke auch, dass ich die Punkte, die wir haben, mal so ein bisschen zusammenschreibe und vielleicht mit so 3-4 Leute abstimme und dann einfach sage, auch wenn sie jetzt nicht alles gelesen haben und zustimmen, dass das die Meinung ist der Versammelten. Wir sind jetzt immerhin
30, 40 Leute hier, ne? Das ist ja schon ordentlich, ne? Für die Jägerloch. Ja. Also die Frage ist ja, wie man eventuell irgendwas Politisches vorwärts bringt im Jägerloch. Ja? Und es gibt jetzt durch uns initiiert diesen Termin im Bezirksbeirat. Aus meiner Sicht gibt es zwei formale Lösungen. Entweder man gründet quasi eine Art BI oder wie immer man das nennt, ja, autonom. Und es fiel ja vorher aber mehrfach auch natürlich der Name vom Bezirksvorsteher von Colin, ja, der gesprächsbereit ist. Das kann man ja klar signalisieren. Ja, schon, ja. Ja, also, genau. Denkbar wäre ja auch ein Arbeitskreis Werbewende Jägerloch des Bezirksbeirates. Können wir auch machen, ne? Ja, quasi Geschäftsstelle Colin Heinze. Ja, also dann hättest du quasi, das wäre jetzt die Frage, ob man nicht mit dem Vorschlag in die Sitzung am Bezirksbeirat reingeht. Ja, und dann quasi der Colin vielleicht dann ja, so eine Art Schirmherrschaft übernimmt, man dort angebunden ist und er vielleicht dann auch zu einer Veranstaltung einlädt, wo Leute dazukommen können, die sagen, ich mache da mit oder so. Das hat er eigentlich schon mal hatten, nur er wird jetzt mit neuen Hintergründen. Ja, und anderer Titel. Ja, also das wäre, ich würde mal so sagen, wenn man die zwei Alternativen überlegt, dann ist die von mir zweitgenannte wahrscheinlich die organisatorisch und politisch klügere. Ja, und da vertraue ich auch Colin, dass es nicht an ihm dann verdurstet. Ja, das verdurstet dann, wenn vielleicht, weil keine Leute irgendwas machen. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann hat man den zweiten Weg immer noch. Ja, dann muss man sich überlegen, machen wir dann außerhalb was oder nicht. Aber ich persönlich würde, so wie jetzt die Stimmung auch ist oder so, würde mit dem Vorschlag zum Colin gehen da im November und sagen, Colin, das ja, können wir natürlich vorher schon kommunizieren mit ihm. Und dann müsst ihr mal gucken, dass wir mehr an den Bezirksbeirat sind für sowas. Aber dann ist ein Gremium des Bezirksbeirates. Und dann steht es auch alle Bürger offen oder so. Also das ist im Augenblick mein Vorschlag. Das ist ein guter Vorschlag. Ja. Nee, ich denke, wir werden uns eh vorher noch mal kurz zusammensetzen und da auch noch mal mit einer gemeinsamen... Werden wir machen müssen, ja. Ich denke, so übrig bleiben, genau. Dann haben wir die rot-grüne Koalition wieder mal. Gab es ja früher mal. Ja, und nehmen wir die vernünftige Schwarze mit, weil es sonst nicht geht. Also Armbrust und so. Ja, nee, das ist klar. Also das ist schon klar, dass wir da... Je breiter das Bündnis, desto besser. So, bevor jetzt hier noch Turmübungen gemacht werden. Gibt es noch Beiträge? Also wir haben jetzt schon ein bisschen was zusammengekriegt, denke ich mal. Ne? Also was ich mal gehört hatte, dass es bei den Nahwärmenetzen auch eine Anschlusspflicht geben soll. Ja, da hat die Stadt eine klare Aussage. Also das ist rechtlich ist möglich. Es gibt einen Anschluss- und Benutzungszwang. Und dann kommst du eigentlich in dem Gebiet zumindest nicht mehr drum rum. Dann musst du dich an das Wärmenetz dranhängen. Das hat die Stadt aber ausdrücklich ausgeschlossen. Und zwar hat sie das gesagt bei der Versammlung von dem Haus und Grund in der Liederhalle. Da waren 1400 Leute da. Und das glaube ich jetzt zunächst mal. Wobei, ich fand es witzig, der Geschäftsführer vom Haus und Grund hat gesagt, und das ist genau der Punkt, Fernwärme, ne, Monopolstellung. Wenn ihr tatsächlich das verbindlich zusagt, dass ihr die Preise stabil haltet, also da muss man irgendwie ein rechtliches Konstrukt finden, ne, dann könnte ich mir, sagt der Geschäftsführer, ne, was sonst mal von Haus und Grund, weiß ich nicht, ne, aber dann sagt der Geschäftsführer von Haus und Grund, dann könnte mir einen Anschluss- und Benutzungszwang vorstellen, ne, weil eigentlich muss es so sein, dass diese Wärmenetzanschlüsse konkurrenzlos billig sind, das heißt Größenordnung 20.000 Euro. Ne, und dann sagen die Leute ganz freiwillig, ja, mache ich, weil bevor man da Wärmepumpe tralala hat, ne, ist das dann billiger. Ne? Aber das ist auch so ein Punkt, den wir auch der Stadt versuchen nahezubringen. Ihr müsst jetzt eigentlich auch mal irgendwann mal also demnächst einen Preis nennen, weil die Leute sagen, soll ich so eine Wärmepumpe kaufen, soll ich das machen, soll ich jedes machen oder gehe ich an ein Wärmenetz, das vielleicht kommt. Ne? Aber wenn ihr nicht weiß, was es kostet, dann sagt er ja. Also um das nochmal auf den Haus und Grund her klar zu machen, rechnen könnt ihr auch. Ja.
Und die wissen genau, dass sie nicht immer Gebiet, ich sage jetzt mal, im Dägerloch 5.000 oder 6.000 theoretische Anschlüsse habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Haushalte wir im Dägerloch bei 16.000 Einwohnern wirklich haben. Aber so die Größenordnung, ja. Wenn du dann ein Wärmenetz machst und jeder zweite schließt sich nicht an, dann müssen die anderen 2.500 die Gesamtkosten des Netzes tragen. Habe ich aber Anschlusspflicht, zahlen alle 5.000 und es kostet, ne, also das, da baust sich die Maus quasi selber in den Schwanz und das weiß Haus und Grund, deswegen stellen die eher die Bedingung. Ich kenne das, also ich hatte beruflich viel mit sogenannten Bioenergiedörfern zu tun. Das sind kleinere Gemeinden in Oberschwaben, Schwarzwald oder sonst wie, die sich autonom mit Wärme und mit Strom versorgen. Ja, ein paar hundert Leute oder so, also wen das interessiert, findet man im Internet sehr schnell unter dem Stichwort Bioenergiedörfer Baden-Württemberg. Also da gibt es ein paar ganz tolle Projekte. Und da gibt es Firmen, zum Beispiel die Firma Solarkomplex aus Singen, die betreibt 16 oder 18 solche Dinger inzwischen. Ja, die haben Know-how. Und die gehen so vor. Meistens geht es dort vom Landwirt aus, der Biogasanlage hat oder große Solaranlage oder sowas, ja, die dann Basis sind. Dann macht man Bürgerversammlungen, man redet mit den richtigen Leuten im Gemeinderat und so weiter. Und dann gehst du raus mit einem Termin und sagst, so und so sind die Bedingungen. Wer würde sich anschließen? Erste Mal so. Und in dem Augenblick, wo 50% der potenziellen Anschlüsse da sind, fängt man an mit Bauen. Und der Rest kommt dann. Bauzeit kommen, die, kommen 30 weitere Prozent und im ersten Jahr des Betriebes kommen nochmal 10 oder 15. Ja? Und die 5 oder 10%, die da nicht dabei sind, die haben in den letzten 2-3 Jahren neue Heizung oder irgendwas sich einbaut, die kommen dann später. Aber im Prinzip gibt es da auch ausreichend Erfahrung, wie sowas auch in der Sozialstruktur dann akzeptiert wird und aufgenommen wird. Ja? Aber der Punkt ist natürlich immer, man braucht irgendwie, man braucht eine klare Planung, man braucht einen politischen Wille und eben dann irgendeine kritische Masse, auf deren Basis man sowas anfangen kann. Das würde auch im Dägerloch gelten. Ja. Genau. Gibt es weitere Wortmeldungen? Der Jens? Direkt beim Anschluss. Jetzt auf der Waldau rum, jeder, der renoviert oder die Heizung kaputt geht, der stellt sich eine Wärmepumpe in den Garten. Ich beobachte das schon, um uns rum, eigentlich jeder wirklich. Und je länger das dauert, desto mehr Wärmepumpe gibt es und je weniger Leute davon wissen, dass es überhaupt ein Wärmenetz gibt. Wartet ja nicht mal drauf, alle machen es. Ja, deswegen muss ein bisschen Publicity oder ein bisschen zu viel. Ja, das ist eine Wärmepumpe, eine Lebenszeit. Danach kommt wieder eine neue Wärmepumpe oder eben ein Wärmenetz. Nein, das ist halt das Problem, wenn die Stadt, also in der Villa ist ja gar nichts vorgesehen, außer als ein Stück Auenweg vielleicht. Ne? Aber ansonsten ist ja da Wärmepumpe-Gebiet, ne? Nach der jetzigen Planung. Ne? Und es wird die Leute, wenn eine Heizung kaputt geht, jetzt sag ich mal, da wohnen auch nicht unbedingt die Ärmsten da oben, ne? Die werden sich halt eine Wärmepumpe reinstellen, ne? Und dann ist es erledigt. Ne? Wobei nüchtern, wenn du jetzt eine Wärmepumpe reinstellst, hat sie sehr sarkastisch. Wenn die, also ich sag mal, nach allem was man weiß, 15, 20 Jahre, dann hat die sich auch amortisiert. Ja. Ja? Erst recht, wenn du vielleicht schon Solaranlage mit Eigenstromversorgung hast oder eine gute Batterie oder so, dann gehen wir halt, dann mach das jetzt, dann gehst du in 20 Jahren ans dann bestehende 2045er Nahwärmenetz oder so. Also auf Zeit gesehen sind die Leute nicht ganz raus, ja, sage ich jetzt mal. Genau. Aber die Frage ist natürlich klar, wenn es da eine klare Ansage der Stadt gäbe, ne, das war ja das, was wir erwartet haben bei der Veranstaltung im Juli, dass die Stadt sagt, Leute, ne, ihr könnt davon ausgehen, die jetzt von uns aufgeführten, auch zumindest die kleinen Netze, die wir im Wärmeplan Stuttgart drin haben, die kommen bis 35. Ja? Aber dazu sind die ja nicht, also nicht immer ansatzweise in der Lage, von der Verbindlichkeit her. Ja? Und so dann bleibt jeder im Unsicheren. Und ich finde, den Druck muss man auf jeden Fall, also der wird auch weiter bestehen, weil es geht gar nicht. Ich denke, das ist ein Hauptargument eigentlich, dass er sagt, man muss den Bürgern, wir haben jetzt nur noch 10 Jahre bis zu dem Ziel, wir müssen den Bürgern jetzt auch eine Planungssicherheit geben und dazu gehören Facts und Platten, also Preise letztendlich. Ne? Und das muss da sein. Ne? So, gibt es weitere Wortmeldungen? Jetzt sind alle erschlagen, weil die Luft wird auch immer besser hier drin. Aber der Lüfter lüftet schon wieder. Okay, nee, dann würde ich sagen, es war jetzt eigentlich
ich fand das jetzt ganz gute Diskussion. Ne? Wir haben auch ein paar Punkte mitgenommen. Der konkrete ist sicherlich, der das noch versuchen, im Bezirksbeirat, über den Bezirksbeirat so eine Art Unterausschuss der offenen Verteidiger oder Bürger einzurichten, der sich mit der Wärmewende mal befasst. Und da hoffe ich dann auch, da schreiben wir sie dann natürlich auch nochmal an, also die sich da auf den Zettel eingetragen haben, wo wir die E-Mail haben, ob sie da Interesse dran haben. Ich meine, da müssen nicht alle mitmachen, das reicht so 5, 6 Leute. Aber wenn es bloß der Klaus und ich sind, dann ist auch wieder blöd. Ne? Also wenn es das gibt, dann gibt es irgendwann mal eine Einladung und eine Infoveranstaltung und dann reden wir ein Stück weit inhaltlich weiter. Genau. Oder? Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich für die rege Diskussion. War jetzt ganz glücklich, dass es doch so voll ist. Doch gut. Und wünsche dann einen guten Nachhauseweg oder wenn Sie noch was wollen, könnt ihr gerne hier noch ein Bier und Sprudel trinken.